Diese Sendung wird präsentiert von der VR Bank Augsburg. Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Mein Streben, mein Augsburg, mein Leben. Eine Chance in meiner Welt, meine Zukunft für mein Geld. Mein Weg zu meinem Traum, mein Vertrauen für mehr Freiraum. Meine Bank, da wo ich bin und immer für mich da. VR Bank Augsburg. Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Erleben Sie unsere modernste Filiale in der Annastraße 9. Der Treffpunkt im Herzen der Stadt. Ulitzka und Partner, Ihre Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei in Augsburg, München und Inning am Ammersee. Wir bieten eine Full-Service-Betreuung für Unternehmen aller Art. Bestens ausgebildet, digital und ortsunabhängig. Ulitzka und Partner, wir beraten die Zukunft. Kommen Sie gerne auf uns zu. Mit guter Laune durch den Tag. Dazu die wichtigsten Nachrichten aus eurer Nachbarschaft und natürlich die besten Hits. Wer in der Region wohnt, hört Hitradio RT1. Jederzeit auf UKW, DAB Plus und natürlich im Web. rt1.de. Hitradio RT1. Genau meins. Präsentiert von der VR Bank Augsburg. Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah. I hear him chatting the noise. Move too quick. Can't stop for the talk. Willkommen im Kangaroos-Dom. Hallo, ja. Rutsch ins Bild bitte. Ja, ich muss. So, kuschelig wird's. Ja, es wird kuschelig. Ja. So, kurz vor Weihnachten wird's natürlich kuschelig. Und der Tabellenerste kommt zu uns. Ja, auf jeden Fall wird's auf dem Feld auch kuschelig. Ich hoffe auf den Tribünen auch gleich. Die Halle ist noch nicht voll, aber. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ja, Rhöndorf Dragons, Partnerverein der Vizemeister aus Bonn. Ja, habe ich mich heute auf dem Weg durch die schwäbische Großstädte mit Andi Finziger unterhalten und er hat mich da ein bisschen aufgeklärt. Ich muss ehrlich gestehen, ich wusste nicht, dass sie sozusagen ein Farmteam von Bonn sind. Nicht ganz offiziell, glaube ich, aber so, ja, so gut wie.
Und ja, sie beweisen es auch in der Saison, der Tabellenführer nur mit einer Niederlage. Ja, bisher sehr souverän. Was meinst du, ist die zweite Niederlage drin? Ja, ich denke, das Spiel kommt zu richtigen Zeitpunkt für die Kangaroos nach den Höhen und Tiefen der letzten Wochen. Es gibt nichts Besseres, als den Tabellenführer vor Weihnachten noch zu Hause zu schlagen. Stimmt. Stimmt. Aber wir haben natürlich noch mal ein Spiel diese Woche. Am Donnerstag in München gegen den FC Bayern. Ja, das nehmen wir mit. Da bin ich mir sicher, dass wir da auswärts gewinnen. Glaube ich auch. Da habe ich ein super gutes Gefühl. Und für heute kann ich also wirklich mich schwer zu entscheiden. Natürlich sind wir in der Lage, jede Mannschaft der Liga zu schlagen. Also wir sind ja kein Fallobst. Die Rhöndorf war aber bisher richtig souverän und auch top ausgestattet auf sämtlichen Positionen. Aber die Kangaroos haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass man solche große Spiele gewinnen kann und Zeug dafür hat. Ich erinnere mich, letzte Saison so ein bisschen, die Übermannschaft war auch im Spätherbst zu Gast, Koblenz damals. Haben wir sehr lange offen gehalten. Zum Schluss waren sie doch ein bisschen zu groß damals. Aber Größe haben wir ja jetzt. Größe haben wir jetzt, Qualität haben wir, alles ist vorhanden in unserer Mannschaft, die halt einfach, ich glaube, auch noch sehr jung ist. Und diese Up and Downs mancher Spieler muss man halt einfach in Kauf nehmen und halt geduldig bleiben. Und dann wird das auch. Und ich bin in einer Situation, ab und zu mal für ein paar Minuten bei der ersten Mannschaft zuschauen zu dürfen im Training. Ich sag's dir, da passt alles. Das ist geil. Da passt alles, da passt. Die Jungs sind gut drauf, sind motiviert, die arbeiten hart in verschiedenen Bereichen des Spiels. Da passt alles. Es wird schon. Man muss geduldig bleiben und weiter dran arbeiten. Dann kommen auch die Siegesserie. Work in progress sozusagen. Richtig. Ja. Du hast schon gesagt, die jungen Spieler haben Ups and Downs. Für die Ups, dass es davon mehr gibt, ist Wayne Chico Pittman zuständig. Der ist gerade schon hier hochgekommen und wird uns sicher gleich was zur Mannschaft erzählen. Jawohl. Jawohl. Da freuen wir uns auf die Meinung von Wayne Chico Pittman. So. Jetzt geht's wieder los, oder? Ja, es geht wieder los. Ja. Oh Mann, oh Mann. Du warst lang genug weg. Ja. Zu Recht. Du meinst, du hast den Urlaub verdient? Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. USA, genau. Indonesien. Wo warst du noch? Nein, das reicht doch wohl erstmal, oder? Hätte ja sein können. Noch so ein Zwischenstopp, keine Ahnung. Ja. Ja, Alaska. Nein, du warst an der Also Ostküste. Da will keiner hin, glaube ich. Also ich meine doch, es gibt schon welche, die da hin wollen, aber bitte nicht ich. Ich bin eher der Sommertyp. Warst du dann im Sunshine State? Ja, ich war auf jeden Fall in New York und das reicht erstmal. Brooklyn, dann Manhattan sowieso. Und es reichte dann auch dementsprechend, weil ich habe, glaube ich, alles mitgenommen, was mitzunehmen ist. Ja. Eruieren das jetzt nicht live im Nein, das war jetzt nicht. Also mein Traum war schon immer in einer NBA-Halle zu sein und okay. Das war das Barclays Stadium. Ja. Also von daher alles richtig gemacht zu der Zeit. Okay, sehr, sehr cool. Ja, und dann noch ab nach Indonesien, U17 Fußball-WM-Finale. War ungeplant. Also ich kam dann am Montag früh wieder zurück, bin dann am Dienstag in die Fitnesshalle gegangen, morgens, und habe dann parallel das Halbfinalspiel gegen Argentinien mir angehört. Ja. Und dann habe ich gesagt, also wenn die das schaffen, dann rufe ich den Agenten an und dann fliegen wir kurzfristig rüber. So war es dann auch. Spannendes Halbfinalspiel gegen Argentinien, es ist unglaublich gelaufen. Aber es hat sich dann eine Woche später im Finalspiel dementsprechend gezeigt, dass genau auf den Tag genau, die ja Europameister 6 Monate vorher geworden sind. Da war ich ja dann schon in Ungarn. Ja. Ja. Und deswegen, klar, war das natürlich ein Traum, an einem Jahr Europa- und Weltmeister zu werden. Und natürlich dann aber auch den Basketball transformieren. Das war ja auch noch wichtig, dass ich natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht habe über die Kangaroos. Ja, nicht nur für die Kangaroos. Ich habe dich mit der Jacke natürlich live im Stadion gesehen. Ja. Ich konnte das noch auf der großen Leinwand sehen, ja. Das habe ich gerade eingefangen, da wusste ich, okay. Ja, mittendrin.
Und natürlich muss man auch sagen, die U17-Jungs habe ich auch von ein paar dann im Video gehört, die haben sich ja ein bisschen Beispiel an den Basketballern aus dem Sommer genommen am Halbfinale. Absolut. Klar, das ist ein erfolgreiches Jahr für Basketball und Fußball. Wir können hoffen auf den Fußball in 10 Jahren, wenn dann die 17-Jährigen so mal so Führungsalter erreicht haben. Aber parallel können wir natürlich hoffen, dass aus dem Weltmeister Basketball natürlich dann auch neue junge Spieler jetzt ranwachsen, die dann in 10 Jahren dann auch vielleicht in der höheren Liga spielen. Ja, ich hoffe einfach, dass ein bisschen mehr Sportbegeisterung aus solchen Events rausgeht. Das ist wichtig. Ich glaube, es geht nicht immer nur um die A-Nationalmannschaft, das ist so ein Thema beim Fußball, sondern richtig. Es gibt Basketball-Nationalmannschaften, es gibt Jugendnationalmannschaften beim Fußball und bei anderen Sportlern, die tolle Sachen gemacht haben. Richtig, absolut. Ja, genau. Auch die deutsche U18 hat ja beim Basketball das 3x3 Finale um die Weltmeisterschaft gewonnen. Richtig. Waren genau. Alles so Erfolgsjahre. Ja, auch U20, die sind Sechster geworden. Ja, für diesen Jahrgang war das überhaupt in der Geschichte einmalig, dass wir Sechster geworden sind im Basketball U20. Angeführt auch von Michael Rattay als Kapitän, haben die natürlich auch ein super Turnier gespielt. Tolles Turnier, absolut. Ja, die U18 Dritter. Richtig, genau, stimmt. Ja, jetzt können wir mal loslegen. Los, ja, wir holen unsere Quartettkarten raus und spielen mal ein bisschen. Ne? Richtig, genau. Es hört sich an wie heißt er nochmal, die Monty Python, der Monty Python Film. Ne? Was haben die Römer noch für uns getan? Nein, nicht Kill Bill, sondern... Nein. Oh Gott, jetzt kann der Zuschauer kann jetzt natürlich schreiben, was wir eigentlich für Loser sind, dass wir nicht auf den super Kultfilm kommen und kann uns dann natürlich dann richtig stellen. Billy heißt der Hauptdarsteller, aber ich krieg's nicht mehr. Life of Brian. Life of Brian, jetzt haben wir's. Wir kriegen es schon noch hin. Das Leben des Brian. Das Leben des Brian, genau. Genau. Also falls jemand noch parallel noch auf dem zweiten Bildschirm was laufen lassen will, auch Life of Brian, kurze Filmempfehlung. Aber lass uns auf den wesentlichen Punkt zurückkommen, warum wir zwei gerade hier sind. Richtig, absolut. Hat nichts mit der U17-WM zu tun, nichts mit der Basketball-Weltmeisterschaft, sondern... Natürlich mit dem Basketball hier zu Hause bei den Kängurus in Stadtbergen, Hessing Kängurus, das heißt gegen Röndorf, gegen den Erstplatzierten. Und das wird natürlich ein ganz tolles Spiel. Ich freue mich richtig drauf, weil da ist es dann immer so, dass man halt nicht als Favorit gilt. Und als Nicht-Favorit kann man natürlich dann immer ein bisschen vielleicht befreiter aufspielen. Mal schauen. Die Köpfe sind frei bei den Jungs? Absolut. Haben gut trainiert die Woche. Ich bin ganz guter Dinge, dass sie einen guten Basketball zeigen. Aber natürlich, die Favoritenrolle hat jetzt Röndorf, glaube einmal geschlagen worden von 11 Spielen. Also von daher, wir treten natürlich gegen eine Mannschaft an, die richtig, richtig gut ist. Mhm. Ja gut, aber Favoritenschreck können wir normalerweise. Ja. Ja. Wir haben uns, Ado und ich haben uns gerade schon erinnert, letztes Jahr war auch ähnlicher Zeitpunkt gegen Koblenz ein sehr gutes Spiel damals gemacht. Absolut. Die ja auch so ein bisschen eine Übermannschaft war. Ich glaube, das muss man schon sagen, Röndorf ist jetzt keine solche Übermannschaft. Sehr souverän, aber vielleicht nicht diese Qualität, die wir letztes Jahr, da haben wir ja zwei Mannschaften gehabt, die doch sehr stark vorausmarschiert sind. Natürlich darf man nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr eine ganz starke Pro B Süd haben. Ja. Es ist um ein Spiel können sich 4, 5, 6 Plätze verändern und dann ist es nochmal eine ganz andere Qualität. Röndorf hat sich jetzt nicht groß abschrecken lassen bis jetzt und haben einen souveränen Basketball gezeigt, konstanten, guten Basketball und deswegen möchte ich jetzt nicht glaubhaft für die Mannschaft machen, dass das ein einfaches Spiel wird. Nein, ich glaube nicht. Also einfach, wer ein einfaches Spiel heute erwartet, wir müssen mal leider sagen, das ist der Tabellenerste aus gutem Grund. Keine Übermannschaft, vielleicht ist was drin, aber auch diese Überraschung wird sehr, sehr schwer. Absolut. Hast du so ein paar Jungs im Auge? Ich frage das immer, die einen X-Faktor heute sein können. Also der Sullivan mit der Nummer 5 gehe ich mal von aus, so wie er hier auch steht, ein hervorragender Dreierschütze. Da muss man natürlich aufpassen. Er ist, glaube ich, liegt bei über 46% seiner Dreierquoten. Beeindruckend. Sehr beeindruckend, richtig. Wir haben natürlich auch den Bulic, wir haben den Omoyola, ein ganz toller Spieler. Wir können jetzt wirklich komplett die ganze Mannschaft aufzeigen. Bei mir sind sie nur grün. Also von daher, grün heißt bei mir sehr gut. Ja, cool. Also viele Grüne. Genau. Ja. Wir sprechen hier keine Wahlempfehlung aus, aber um Gottes Willen. Schauen wir mal auf unser Team. Wer ist denn bei uns grün? Also wir haben das Gute, dass wir in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir als Team ganz gut fungieren.
Letztendlich bin ich in der Defense immer ganz, ganz froh, dass wir einen Warner Klotscher haben. Ich bin froh, dass wir den Ole Theis haben. Wir haben mit dem Yannick zum Glück wieder einen Point Guard zurück, der das Spiel sehr gut leiten kann und führen kann. Der auch, weil du vorhin gesagt hast, ist grün und jetzt kommt's, sehr oft in Schwarze trifft. Also von daher, ich glaube, ich darf das sagen. Ja, du darfst alles. Von daher, ja, wir haben natürlich einen Kater, der sehr souverän ist. Beim letzten Mal, da ist er hier und da ein bisschen in Stocken gekommen im Spiel. Aber ich denke mal, jetzt wird er wieder, so wie er es im Training gezeigt hat, zur alten Form aufkommen. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Ein Hansalek hat in den letzten Spielen wirklich seine Qualitäten mehr und mehr gezeigt. Er wird immer besser, immer stabiler, selbstbewusster. Gefällt mir gut. Ich bin froh, dass wir einen Bernhard Benke haben im Team. Mensch, ich darf jetzt keinen vergessen. Würmseher, Basti Merz, also Nico. Nico, also wir haben wirklich ein ganz breit aufgestelltes Team. Ja, ja. Also ich glaube, von der Breite haben wir ja schon sehr profitiert. Es war für den Gegner auch immer sehr schwer abzuschätzen, wer macht's denn heute? Aber deswegen frage ich ja immer dich, wer macht's denn heute? Die hören das ja nicht so schnell. Ja. Sehen zumindest niemand mit irgendwelchen Kopfhörern da unten bei deren Bank sitzen. Aber wer kann bei uns heute vielleicht so ein Andi Obst werden, den man nicht so ganz auf der Rechnung hat, aber der vielleicht vom Spielstil der Gegner profitieren könnte? Also ich denke mal, dass Hansalek mit dem Yannick zusammen gut harmonieren wird. Wer jetzt im Einzelnen das jetzt letztendlich entscheidet, möchte ich jetzt nicht sagen, weil da ist einfach eine Teamarbeit wichtig. Ja. Das ist das ganze Team, das da steht. Aber letztendlich gehe ich mal davon aus, gehört es eine mentale, clevere Stärke, um Rhöndorf vielleicht die ein oder andere Minute, wo sie nicht vorsichtig genug sind, wo wir dann vielleicht den entscheidenden Punkt machen können, um ja, am Schluss heraus vielleicht einen Zentimeter weiter zu sein als die. Also werfen wir heute einen besonderen Blick auf unsere Aufbauspieler? Ja, absolut, denke ich. Ja. Die sind wichtig, die werden es dementsprechend machen. Und natürlich die Defense. Mit der Defense geht und steht natürlich das Spiel. Ja. Aber letztendlich gehe ich davon aus, dass ein Yannick, ein Hansalek, dass sie das Spiel gut aufbauen und der Rest letztendlich dann zuarbeitet. Okay. Werden heute Fastbreak großes Thema sein oder glaubst du, dass das Spiel eher ein bisschen langsameres wird im Vergleich? Während ja manche Spiele waren sehr schnell. Ja, und das ist natürlich immer so eine Situation. Ne? Wenn man ein Spiel schnell beginnt, dann fehlt hinten heraus natürlich auch noch ein bisschen die Körner. Und da ist es dann auch wichtig, zu wissen, dass man da clever bleibt in der Situation und dann lieber den sicheren Pass macht oder den sicheren Korb macht, als dann überhastet zu spielen und dann den Sieg erzwingen zu wollen. Es wird natürlich auf Nuancen ankommen, um letztendlich Rhöndorf vielleicht weiche Knie zu bringen und dann schauen wir mal weiter. Also ich kann da wirklich keine Prognose abgeben. Das kann so gehen oder so gehen. Das ist ganz schwierig. Du versuchst alles in der Waage zu halten. Ich merke schon, verdammt. Absolut, ich versuche es, ja. Ich möchte natürlich, dass der Fan draußen, der Zuschauer draußen, aber auch die in der Halle, dass sie einfach ein schönes Spiel erleben. Und das ist wichtig. Wenn natürlich man da nicht auf Augenhöhe spielt, sondern etwas defensiver spielt, ja, dann ist es natürlich fürs Publikum auch nicht so spannend, wenn es dann nicht taktisch ist. Aber in dem Fall gehe ich mal davon aus, dass wir sehr viel Geschwindigkeit im Spiel haben werden. Also es wird schnell, wir müssen auf unsere Guards achten und unsere Defense kann den Unterschied machen. Fast in einem Satz zusammengefasst. Ja. Hervorragend. Also manchmal, das ist übrigens das, was meine Deutschlehrerin von mir früher immer verlangt hat. Wayne, kürz doch mal ein bisschen. Und dann hast du dich für einen Beruf entschieden, wo du nur Fragen stellen musst. Das und nicht schreiben, nicht lesen und nicht schreiben muss in der Situation. Nein, ist schon natürlich wichtig. Also ist ja letztendlich klar, musste ich genauso durch die Schule, durch die harte Schule. War nicht der beste Schüler, aber ich würde mal sagen, es stand eine 2 vor dem Komma und das ist wichtig. Ich höre gerade, Ado ist zurück. Wunderbar. Ja. Und ich darf dann gehen und letztendlich sehen wir uns ja sowieso am Schluss nochmal am Ende des Spiels. Am Ende kackt die und Ente dann, und für Wayne. Und dann kannst du mir ja sagen, ob ich richtig gelegen war oder nicht. Da es eine 50-50-Sache war, habe ich, glaube ich, beides gewonnen. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, das werden wir sehen. Also viel Spaß draußen. Danke. Und wir sehen uns dann nach dem Spiel wieder. Wayne, schön, dass du da warst. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Wayne Pittman war zu Gast, hat uns ein bisschen Insights aus dem
Kader der Kangaroos gegeben? Auf wen haben sie sich vorbereitet? Was wollen sie umsetzen? Wir dürfen natürlich gespannt sein, ob es dann so kommt, ob wirklich das Tempo so entscheidend ist, ja, ob es unsere Aufbauspieler oder vielleicht doch die Bigs sind und so weiter. Ja, Addo, welcome back. Ja. Addo will Pause machen, hören wir gerade. Nein, du willst nicht Pause, du bist ja gerade erst da. Ja. Nein, ich habe mich gerade erkundigt, wie wir die 20 Minuten noch überbrücken bis zum Tip-Off. Ich habe... Oh, wir haben ein Maskottchen, ja, hast du natürlich recht. Ah, das, du hast jetzt zu viel verraten. Ja, wir haben ein Maskottchen. Mehr verraten wir noch nicht, aber wenn ihr jetzt dann mal nachher die Bilder in der Halle seht, dann könnt ihr mal gucken, ob ihr das Maskottchen findet. Ansonsten holen wir das nachher auch her. Jetzt, aber vorab können wir auf was anderes hinweisen heute. Auf ein anderes Tier. Auf ein anderes Tier. Das Geld schluckt. Das Geld schluckt. Ich mag nicht sagen, uns wurde vorgeworfen, aber es kommt hin und wieder vor, dass wir Phrasen schmettern. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist. Also ich weiß nicht. Ich auch nicht. It wasn't me. Oh, ups, das wäre schon eine gewesen, aber noch haben wir die Regeln nicht erklärt, noch ist es günstig. Hier, mit an Bord, heute unser Phrasenschwein hat hinten so einen schönen Schlitz, da müssen wir Geld reinwerfen. Es werden jeweils ungefähr 2 Euro sein oder ziemlich exakt, wenn wir eine Phrase raushauen und vom anderen ertappt werden. Gut, ja, einverstanden. Genau, und es können natürlich auch unsere Zuschauer mitmachen. Das heißt, sollten wir beide nicht drauf achten und im Live-Chat werden wir damit ertappt. Wir spenden gerne. Das Geld geht natürlich zugunsten der Kangaroos-Jugend, der Barramundi Basketballakademie. Dort ja viele Ehrenamtliche am Start und wir sind froh, wenn wir ein bisschen was Gutes für die tun können. Auf jeden Fall. Dementsprechend heute unser Phrasenschwein mit dabei zum ersten Mal. Zum zweiten Mal. Zum Wir hatten das Phrasenschwein schon mal hier, auch glaube ich, damals kurz vor Weihnachten, da haben wir glaube ich sogar eine Hilfsaktion gestartet, zu Spenden aufgerufen bezüglich Flutopfer. Ich erinnere mich. Genau. Also. Ja, also, aber jetzt als hoffentlich dauerhafter Begleiter, da ist das Straßenschwein hier, oink oink. Und da sind wir dabei und das ist eine ungewohnte Einstellung. Eine ungewohnte Einstellung, die wir nie haben wollten. Ja, mein Seitenprofil will doch keiner sehen, ne? Ich hätte mich rasieren müssen, mein Gott. Ja, bin ich ganz froh, dass wir wieder frontal zu sehen sind. Ah. Apropos frontal, die Halle hat sich gut gefüllt, ja. Obwohl heute auch ein zweites großes Basketball stattfindet in Augsburg. Das Derby. Das Derby, die zweite Garnitur der Kangaroos spielt auswärts unter Anführungszeichen gegen die TV Aller von TV Augsburg. Da geht es auch um viel. Die erste Mannschaft von TV Aller ist Tabellenführer Regionalliga 2. Aber im Derby kann alles passieren. Derby hat eigene Gesetze. Ja, ne? Ich hab's nicht gehört. 2 Euro. Hast du schon dabei? Ja, werde ich gleich wechseln gehen. Ja. Ja, wir müssen uns erst noch damit versorgen. Wir merken schon, wir halten es nicht durch. Und trotzdem ist die Halle gut gefüllt. Was man super machen kann, ist zum Beispiel bei TVA gegen BGL 2 live vor Ort zu sein und unseren Stream zu anschauen. Ja, oder man kann hier als Stream gucken und über die App DBB Scores den Live-Ticker bei TVA BGL ab und zu anschauen. Ja, es gibt, also alle Wege führen zum Basketball. Egal wie man sich dreht, wendet, am Samstagabend ist in Stadtbergen oder in Stadtmitte von Augsburg Basketball angesagt. Ja. Die Stadt entwickelt sich zu einer richtigen Basketball-Hochburg, also zu einer kleinen, also zu einer Kleinburg. Ja, die nicht Hochburg, sondern so Kleinburg. Ja. Obwohl wir hier zwischen zwei Fronten, zwischen Ulm und München sind. Vielleicht genau deshalb. Genau, ich finde, dass hier richtig einiges vorangeht. Also ich hoffe, dass wir heute mit der zweiten gewinnen. Aber dass dann TVA am Ende aufsteigt, das wäre für Standort Basketball Augsburg Wahnsinn. Schwaben Augsburg ist stark nach einer Durststrecke. Es gibt auch viele kleinere Vereine im Umfeld, Diedorf, Hauenstetten, Königsbrunn, Meitingen, die gute Arbeit, Gersthofen, ja, nicht zu vergessen. Die Mädchen, also auch Herren Basketball, gute Arbeit leisten. Das zahlt sich aus.
Ja. Was sich heute auch noch auszahlen wird, dass Jannik wieder zurück ist, darf Absolut. Ich verraten. Ja, also ganz wichtig, glaube ich, dass wir unser Aufbauspieler-Duo Jakob Kuba und Jannik wieder haben. Ja, Kuba Hansalek und Jannik Westermeier. Wayne hat gerade schon ein bisschen angedeutet, könnte auch sein, dass mal beide zusammen auf dem Feld sind. Und er sieht beide so ein bisschen als ja vielleicht der X-Faktor an, die es den Rhöndorfern doch sehr schwer machen können. Was er noch gesagt hat, er glaubt, dass das Spiel sehr schnell werden könnte. Glaubst du das auch? Ist das so ein Spiel, ja, wo es um Tempo gehen könnte? Absolut. Also wir wollen sicher schnell spielen, das weiß man ja. Aber ich muss zugeben, Rhöndorf ist jetzt eine Mannschaft, die ich ganz lange Zeit schon nicht mehr gesehen habe. Ich habe jetzt ein bisschen im Vorfeld mich informiert, also Top-Team natürlich. Und auffällig so, jetzt wenn man die Körper der Spieler anschaut, es gibt ein paar etwas kleinere und ein paar große Jungs und irgendwie nichts dazwischen. Also sind entweder sehr schnell oder auch sehr athletisch. Wir werden sehen, ich werde mich auch mal ein bisschen mit dem Trainer unterhalten gleich. Mhm. Es muss eine gute Mannschaft sein, sonst würden sie ja nicht an der Spitze der Tabelle mit nur einer Niederlage stehen. Was gibt es über den Trainer zu sagen? Du kennst ihn ein bisschen? Nein, leider nicht. Den kenne ich nicht persönlich. Ich kenne ihn nur als Trainer der Rhöndorfer. Also persönlich kenne ich ihn. Okay, dann wirst du ihn jetzt gleich persönlich kennenlernen. Wir sind sehr gespannt dann auf deinen Insider-Bericht, was der so zu sagen hat. Und dann hören wir uns in ein paar Minuten wieder. Hören uns in ein paar Minuten wieder. Ich glaube nicht, weil aktuell ist unsere Regie nicht da. Das heißt, wir müssen noch ganz kurz ein bisschen da bleiben. Ja. Und dann kommen noch ein paar Einspieler und dann sind wir mit Insights zurück und auch mit Kleingeld fürs Phrasenschwein. Ja. Ja, also die Halle ist inzwischen schon ziemlich voll. Heute auch die Fußballkinder aus Meitingen zu Gast nebenbei und natürlich viele von den Young Kangaroos, von unseren Kids, von der BBA und sonst so. Es ist ein schönes vorweihnachtliches Spektakel hier schon. Also ich glaube, es wird auch wieder sehr warm. Das kann man, glaube ich, sagen. Und die Kangaroos fast komplett. Die jungen Spieler natürlich heute beim Derby in der TVA-Halle gegen Tabellenführer der Regionalliga 2 Mitte, TV Augsburg. Und wir haben schon gesagt, das Derby hat eigene Gesetze. Wir hoffen also auch da auf einen Überraschungssieg. Es geht zweimal gegen den Tabellenführer. Unsere Young Kangaroos in der Regio 2 gegen Tabellenführer TV Augsburg im Derby und unsere Hessing Kangaroos gegen Tabellenführer Rhöndorf im Kangaroos-Dom. Und Rhöndorf Dragons. Rhöndorf Dragons, hast du recht? Ja. Ja. Ich finde es immer schön, wenn die mal die Teams nicht nur Baskets heißen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ein bisschen was. Es wird darum gehen, ob man als Känguru dem Drachen davon laufen kann auf dem Boden. Ja. Ja, die können ganz gut fliegen, die Dragons. Ich habe beim Warm-Up jetzt schon einiges an schönen Dunkings gesehen. Ja. Vor allem von Sullivan. Ich bin sehr gespannt. Das könnte eine tolle Basketballpartie werden. Es könnte wirklich was für die Fans werden. Ich freue mich schon richtig darauf. Also wir hoffen auf viele Highlights, ein eher offensiv geprägtes Spiel. Wayne hat so ein bisschen gesagt, es könnte auch sein, dass es ein sehr defensiv-taktisches Spiel wird. Dass sich beide da ein bisschen verlieren. Wenn es schwer wird, war auch Rhöndorf da immer gut. Wir kennen auch unser Team, das dann auch mal lieber den Slow-Scoring den Gegner zwingen und dafür die eigenen Fastbreaks vielleicht nicht so laufen kann und das Tempo nicht so hochhalten kann. Das kann es natürlich auch sein, aber wir hoffen auf viele Highlights. Das Warm-up verspricht zumindest. Ja, ich meine, gegen den Tabellenführer ist ja klar, da muss ja alles stimmen. Also in beide Richtungen musst du Top-Spiel abliefern, um den Tabellenführer zu schlagen. Das Gleiche denkt sich der Tabellenführer. Wir wollen ja Tabellenführer bleiben und eine Mannschaft, die jetzt einige Plätze von uns entfernt ist in der Tabelle, muss man in beide Richtungen beherrschen, offensiv als defensiv. Ja. Also der Gameplan könnte in etwa ähnlich sein von beiden Teams. Am Ende will man ja irgendwie gewinnen.
Irgendwie, ja. Wir nehmen dieses irgendwie. Ich habe vorher kurz Gelegenheit gehabt, mit Emanuel ein bisschen zu sprechen. Da waren wir gerade, ich hatte ja vorhin ein Jugendspiel gecoacht und da waren wir gerade mit einem Punkt vorne und da sagte er schon, nehme ich mit einem Punkt. Ich glaube, da ist es so ein bisschen schauen, was dieses Spiel hergibt und einfach das Bestmögliche draus machen. Man ist der Underdog und man muss einfach schauen, welche Stärke kann man letztendlich ausspielen. Absolut, also am Ende können wir zwar uns hoffen, dass es eine tolle Partie wird mit vielen Highlights, was fürs Auge, aber am Ende, wenn das ein hässliches Spiel wird und wir gewinnen mit einem 49-48, dann nimmt es der Manuel schon gerne und auch alle im Verein, um den Verein herum auch. Ja? Absolut. Also ich glaube, so ein Punktesieg ist, auch wenn es vielleicht das Spiel über dann kein Highlight war, der ist schon sehr, sehr schön am Ende. Also das fühlt sich schon gut an. Absolut. Ja. So, wir gucken mal. Eigentlich erwarten wir von der Regie gerade nochmal, dass es nochmal ein paar Einspieler gibt. Aber das Zeichen haben wir noch nicht bekommen. Genau. Wissen wir schon? Nein, wir wissen noch nichts von der Starting Five, aber sie müsste bald kommen. Ja. Bis gleich. Ja, deswegen bin ich raus oder bin ich? So. Ja, die heiße Phase des Warm-Ups hat für die Kangaroos begonnen. Für die Dragons geht es nochmal auf die Bank. Ein paar letzte Maßnahmen, was trinken, nochmal kurz runterkommen und dann sind wir auch schon gleich hoffentlich soweit, dass die Starting Fives bekannt gegeben werden und wir ein bisschen mehr wissen. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich tippe, als Big Man wird Bernhard Nagsoccia starten. Ja. Ah, ich höre, wir gehen doch noch kurz in die Spots. Hey, love, I miss you.
So, es geht los. Die Kangaroos marschieren ein und da ist es. Das neue Maskottchen. Wir schauen es uns mal genauer an. So, ein Känguru. Mein Vorschlag für den Namen ist Kangaroody. Aber wir stimmen demnächst drüber ab, wie er denn wirklich heißen soll. Wir freuen uns sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Und da ist sie. Unsere Leitershofer Mannschaft. So, unsere Kangaroos sind heiß und wir dürfen gleich erzählen, mit wem wir starten. Bernard Banacoccia, da war ich gar nicht so falsch, startet mit ihm, startet Bernhard Behnke, das sind unsere zwei Großen. Dazu gleich Jakob Kuba, Hansalek und Yannick Westermeier, unsere Guard. Und Jermaine Demont Carter auf dem Flügel mit dazu. Wir starten also groß gegen die Ründorf Dragons, die starten mit Leon Bulic, Kevin Omoyola, Matej Silic, Janne Müller und Avery Sullivan. Wir dürfen uns sicher gleich auf einen spannenden Beginn und hoffentlich hohes Tempo mit vielen Highlights freuen. Und ich habe auch schon Geld für das Phrasenschwein bereitgelegt. Mein Kollege holt gerade noch ein bisschen was. Oh, das Maskottchen ist da. Wir haben noch 3 Minuten. Kangaroody, so nenne ich dich jetzt einfach. Komm doch mal dazu hier. Das machen wir ganz einfach, das kriegen wir hin. So, Kangaroody, setz dich mal dazu. Setz dich mal ein bisschen nach hinten. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten. Komm mal her. Setz dich mal. Kannst du, oh, der kann sich nicht setzen. Ja, der kann sich. Na dann, ja, geh mal auf die Knie. Geht es? Knie? Nee, genau nicht. Wir drehen die Hauptkamera kurz um. Kangaroody mit dabei. So, grüß dich, Kangaroody. Ja, das erste Mal. Schön, dass du da bist. Ja, und heute Gewinn. Ja, natürlich. Und wie, was sagst du zum Publikum? Publikum auch mega. Ja, so, dann schauen wir gleich mal. Also, wir sind gespannt auf dich, wie du das Publikum anheizt. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ne? Optisch natürlich schon ein echtes Highlight. So viel, zeig mal, wie viel Power hier. Oh, das ist richtig Power hier. Unser neues Maskottchen. Wir suchen noch einen Namen. Mein Vorschlag ist Kangaroody. Aber wenn ihr tolle Vorschläge habt, gerne im Chat und auch gerne alle zu Hause. Wir werden es heute noch sagen. Wir suchen noch einen Namen für ihn. Ja, und dann hoffen wir natürlich heute, dass die Premiere gelingt und wir den Tabellenersten schlagen. Ja, zeig mal hier hinten, du bist ja ein richtiges Känguru mit einem richtig Power auch hinten, der Schwanz. Bang, da ist Power dahinter. Wir freuen uns, ja. Und gefährlich sieht er auch aus. Super, Kangaroody, super, dass du da warst. Wir freuen uns, viel von dir zu sehen. Heiz die Menge an. Ja, dann danke euch schon mal. Das Spiel geht gleich los. Die Refs sind schon da. Die Spieler auch gleich auf dem Feld, letzte Besprechungen.
Und mein Kollege bringt mir was ganz Wichtiges, nämlich Wasser. Weil man hört schon, ich bin heiß auf das Spiel und freue mich, wenn es unsere Zuschauer gleich auch sehen. Ja, am Livestream. Wir begrüßen natürlich auch alle Gästefans aus dem Rheinland, Rhöndorf, Bonn, wo auch immer ihr herkommt. Alle Dragons-Fans, herzlich willkommen im Stream. Bitte verzeiht uns, dass wir nicht immer ganz unparteiisch sind. Wir bemühen uns, aber immer schaffen wir es nicht. An die alle Dragons-Fans unter euch. The winter is coming. Was hat denn der Coach gesagt? Der Coach sagte, dass etwas, was uns hier freuen könnte, die beiden besten Spieler oder vermeintlich beste Spieler der Gäste sind aus zwei verschiedenen Gründen nicht dabei. Das ist einmal Therese Blunt. Das ist eine relativ große Schwächung für die Gäste, der bisher 13,8 Punkte im Schnitt erzielt hat. Der ist mit der Bundesligamannschaft der Bonner unterwegs. Der Badu Buck oder Buck ist leicht angeschlagen, deswegen nicht dabei. Außerdem nicht dabei der Mamadou Diallo und Jekabs Beck. Also die Gäste sind geschwächt. Kann man schon so sagen. Mal sehen, ob sie das kompensieren können. Gerade Therese Blunt, 21 Jahre, wie gesagt, mit einer Doppellizenz Richtung Bundesliga ausgestattet, sieht man nicht jeden Tag in der Pro B. So, die Refs stehen bereit, die Spieler stehen bereit. Leon Bulic von den Dragons, auch ein Junge mit der Bundesliga-Perspektive gegen Walla Klotscher. So, die Dragons haben den ersten Ballbesitz. Die Halle steht bis zum ersten Korb. Und wir schauen uns gleich mal an, was hier so passiert. Ja. Rebound, nachfassen. Ja, schon eine Stärke gleich gesehen. Gut nachgearbeitet am offensiven Brett. Rebound geholt und reingemacht. So schnell kann es gehen. Jetzt 1-1. Carter wird gefoult. Das ist eigentlich schon bekannt. Wenn er dieses Low-Post-Anspiel bekommt, oft ist er sehr schnell, sehr tief. Ja, zieht dann eng am Gegner vorbei und der muss sehr schnell reagieren, damit er da nicht das Foul macht. Yannick Westermeier am Ball mit Wanda Klotscher. Der kam ja zuletzt immer besser ins Spiel, oder? Wahnsinnig gut. Oh, oh. Auch jetzt. Schön im 1-1 gelöst. Ich spreche ihn an und er macht's. Und, ja. Interessant. Wir starten mit einer Zonenverteidigung. Ja, ist natürlich die etwas seltenere Verteidigungsart. Schneller Dreier, leider nicht drin, aber wir arbeiten auch am Rebound und verhindern das Fastbreak. So. Wanda Klotscher hatten wir gerade so ein bisschen. Der kam in den letzten Spielen immer besser rein. Währenddessen ein Foul beim Rebound. Und dann hat Behnke. Ja. Ja, wir merken schon, die Dragons arbeiten hart am Brett und wir müssen sehr viel gegenhalten. Jetzt einmal einen Korb kassiert, einmal einen Foul gemacht. Eigentlich sind wir doch groß. Dürfte noch nicht passieren, oder doch, Ado? Ja, der Rebound holt der sich am meisten Rebound haben möchte und nicht der größte Spieler. Würde ich jetzt mal so aus der 90ern zitieren. Aber Spaß beiseite. Wenn man will, kann man auch als kleiner Spieler, auch groß an den Nachwuchsspieler, wenn man dünn und klein ist, kann man auch trotzdem guter Rebounder. Das ist oft eine Sache der Einstellung und des Willens. Ist aber natürlich auch ein Risiko. Ne? Schicke ich viele Leute zum Offensive Rebound, bin ich eventuell anfällig für Fastbreaks.
So, und man sieht schon, ja, Röndorf-Filders holt jetzt zum dritten Mal, glaube ich, den Offensiv-Rebound. Ja. Es hat etwas mit der Shot Clock nicht gestimmt, deswegen wurde das Spiel kurz unterbrochen. Der Trainer der Röndorfer sagte noch im Vorbeigehen, wir wollen eher zügig spielen. Bisher hatten sie ja keine Gelegenheit für Fast Breaks. Es ist jetzt eher ein Grabenkampf. Ja, wir haben das vorhin sehr gut gemacht, Defensiv-Rebound durch Röndorf, aber heiß umkämpft gegen uns und wir konnten ihn sofort stoppen, genau diesen Fast-Break. Beide Teams sind auch bei den Total Rebounds ziemlich ausgeglichen. Wir sind sogar ein kleines bisschen in Front mit 43 Rebounds insgesamt gegenüber 40 der Röndorfer im Schnitt. Das sind alles Top-Marken. Ich glaube sogar, dass wir eine Zeit lang die beste Rebound-Mannschaft der Liga waren. Und hier ist Yannick zurück. Herzlich willkommen. Ja, und da sieht man eins, er war ein ganzes Stück schneller als sein Gegenspieler da. Bringt ihn sogar hinter sich. Ja, will dann eigentlich den Kontakt. So, da lässt sich der Gegenspieler nicht drauf ein, aber sie finden wieder Leon Bulic tief. Der bisher sehr präsent. So, Offense Rebounds, 4 Punkte. Leon Bulic, den sicherlich auch eine Bundesliga-Karriere oder vielleicht sogar eine internationale vorausgesagt wird. Ja. Sehr aggressiv in der Verteidigung, ein Hardhead. Hat er die kroatische Staatsangehörigkeit, 2001 in Wien geboren. Richtig. Und jetzt aber schon lange in Deutschland. Ich glaube, in Bamberg hat er mal angefangen. Richtig. Vor Jahren. Das, was du vor dem Spiel angesprochen hast, wir haben das schon bereits am Anfang. Die beiden Point Guards der Kangaroos sind zusammen auf dem Feld. Und bisher kommen wir besser ins Tempo. Nämlich so. Oh. Und da kommt der Foulpfiff. Und das ist sehr gut. Das ist der zweite Foul von Sullivan. Das finde ich eine gute Entscheidung. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. War ein sogenannter Late Call. Fand es nicht die gute Entscheidung, das Foul zu pfeifen. Da mische ich mich nicht ein. Sondern ich finde das eine gute Situation, falsch ausgedrückt. Für uns, dass der Sullivan schon bereits nach 3 Minuten mit 2 Fouls unterwegs wird. Ich glaube, wir haben dich schon so verstanden. Was sagst du zu so diesen Late Calls? Jetzt hat hier der Schiedsrichter abgewartet, macht er rein oder macht er nicht und erst rangepfiffen? Finde ich gut. Ja. Kann man so kurz fassen, finde ich gut. Basketball muss ein bisschen einfacher werden, auch für die breiten Massen. Und ich finde, dass solche Pfiffe das eher erleichtern, man lässt ihn vielleicht einen Korb machen und dann könnte man weiterspielen oder dann in dem Zweifelsfall auch doch an die Freiwurflinie zu schicken. Finde ich gut. Ja. Bulic gegen Werner Klotscher. War vorhin schon das erste Play im 1 gegen 1. Werner Klotscher dreht sich weg, macht den Hook. Schwerer Wurf. Eigentlich auch gerade ein schönes Matchup, das wir hier sehen. Ja, Westermeier hat da in der Defensive gut gegengehalten. Und das Publikum ist wach. So. Drittes Teamfoul der Kangaroos an dieser Stelle. Ja. Und die Fans sind gar nicht einverstanden. Coach Richter ist außer sich. Wir haben kein Replay natürlich aktuell zur Verfügung. Hat jetzt nicht nach Foul ausgeschaut. War ein riesen Vorteil in der Höhe für Jermaine. Hätte ich jetzt im Zweifelsfall keinen Foul gepfiffen. Aber ich bin auch kein Schiedsrichter. Ich muss sagen, die Schiedsrichter, oder gerade der Raptor, der es gepfiffen hat, war sehr nah dran, aus einem ganz anderen Winkel als wir und als das genau. Publikum. Und ich glaube auch daher, da sieht er halt ab und zu eine ganz andere Sachen als wir. Aus dieser Perspektive. Aber gut, es steht 5 beide. Einen Freiwurf hat auch Bonn liegen lassen. Und jetzt schauen wir mal. Werner Klotscher mit dem Handoff für Hanzalek. Der legt nach. Ja, und wir merken,
Immanuel Richter voll dabei. Hätte am liebsten den Einwurf in die andere Richtung gehabt. Aber ich finde es gut, die Schiedsrichter lassen sich da nicht drauf ein. Damit wird es nicht unnötig. Hitzig. Ja, man sieht auch, warum sich der Emanuel extra aufgeregt hat. Es war auch das zweite Foul von Jermaine Carter. Auch das sind auch keine guten News für uns. Ja, damit Sullivan und Carter auf der Bank. Für uns kommt Nico Lagermann. Der ja auch mit gutem Scoring in den letzten Spielen. Und auch jetzt zwingt er den Gegner in ein Tempo, wo er eben den Korbleger nicht mehr machen kann. Das freut mich immer. Das sind so Sachen, man denkt, da sind sie hinten dran. Aber bei hohem Tempo wird halt auch ein vermeintlicher einfacher Korbleger schwer, oder? Aber ich bin großer Fan von Nico Lagermann. Der ist ein Energizer, der hat eine super Körpersprache, er hat natürlich auch ein richtig guter Basketballer. Ja, hier und wieder passieren ihm Fehler, aber wo gehobelt wird, fallen auch viele Späne. Ja, hast du kein Geld da? Ja, schreib's auf. Schau mal hier, du kannst es reinwerfen. Hör mal das Kleingeld rein hier. Zack, da sind die ersten Euros im Rasenschwein. So, und da ist er. Nico findet Bernhard Behnke, der gerade ein bisschen unglücklich beim Dreier aussah. Und jetzt holt er sich aber den Ball gegen Bulic. Fadeaway in den letzten Sekunden und den macht er. Was sagst du? Starkes Ding, oder? Ja, mit er hat die Punkte erfunden, sagt man. So ein bisschen international, wenn ich mir Euroleague-Spiele anschaue. Rausgespielt war das nicht. Ja. Bulic schön mit dem Fake. Zieht dann das Foul beim Abschluss. Bulic steuert ja jetzt schon gefühlt auf ein starkes Double-Double. Er ist sehr präsent offensiv. Er ist sehr präsent defensiv beim Rebound. Er verhindert auch, er verändert unsere Würfe bei Penetration und auch gegen die Big Mans. Ja, Bulic hat insgesamt schon 5 Würfe gemacht. Die 2 Inside hat er getroffen, die 3 Dreier draußen nicht. 5 Würfe zu diesem frühen Zeitpunkt wahrscheinlich schon einiges. Und jetzt macht er den ersten seiner 2 Freiwürfe, ist damit bei 5 Punkten. Und auch bei den Rebounds insgesamt schon 3 Stück. Ja, deine Schätzung könnte aufgehen, dass das heute noch ein Double wird. Haben wir Bonn gesagt. Entschuldigung, ich lese gerade in den Kommentar, wir hätten Bonn gesagt. Wenn wir Bonn gesagt haben, tut mir das sehr leid. Wir sind natürlich heute beim Spiel der Röndorf Dragons zu Gast bei den Hessen Kangaroos. Richtig, und Röndorfer sind ein Farmteam der Bonner Bundesligisten, aber sind ein Traditionsclub. Traditionsclub, wohlgemerkt, auch mit Bundesliga-Teilnahme, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, die Lizenz ging dann damals weiter nach Frankfurt, glaube ich. Aber die haben schon in der ersten Liga ja, von sich hören gemacht. Damals aufgestiegen und dann aber langfristig sind die Lizenz dabei da. Ja. So, 1-1 tief gegen Bernhard Behnke. Der fällt zum zweiten Mal auf den Fake, nur diesmal Gott sei Dank kein Foul kassiert. Und Nico Lagermann mit Bernhard Behnke im Two-Man-Game, Pick and Roll. Bernhard postet sich sehr hoch auf. Ja, setzt sich durch im Gegenzug. Fand ich eine gute Antwort gerade, oder? Ganz wichtig sowas. Absolut, die haben geswitcht und Bernhard hat gesehen, dass er keinen großen Körper gegen sich hat. Die Nummer 21 der Gäste, David Grinbergs, hatte da nichts entgegenzusetzen. Relativ leichte Aufgabe für Bernhard, der jetzt einen Dreier ins Gesicht kassiert. Aber gut, da muss er sich natürlich entscheiden. Er lässt dann ziehen. Help wird er vermutlich nicht bekommen. Oder gibt er ihm im Zweifel den Dreier, den er zweimal angetäuscht und nicht genommen hat. Ich glaube, das ist dann schon in Ordnung. So, auf Vanagloccia. Und der wird gefoult. Eben von dem jungen Davids, der... Nein, Simon Zieger ist das. Oh, und mein Spieler? Simon Zieger ist die Nummer 21, Simon Zieger. Dann nochmal Hinweis an die Marketingabteilung, unser Medienhaus, VMM Medien aus Augsburg. Die Mannschaftsaufstellung ist falsch.
Zumindest die abgedruckte. Die online ist Gott sei Dank richtig. Simon Zieger heute mit der Nummer 21 bei den Rhöndorf Dragons. Und haben jetzt zweimal ein Pick-and-Roll gesehen, wo zweimal Simon Zieger dann gegen quasi geswitcht hat und den Großen gegen sich hatte. Und ja, dieses Mismatch haben wir zweimal angespielt. Einmal einen Korb, einmal einen Foul. Sehr, sehr gut ausgenutzt, finde ich, an der Stelle. Und so bleibt es ein offenes Spiel, 12 zu 14. Ja, erste ich habe auch dieses No-Help-Corner-Pick-and-Roll gesehen, das gerade sehr in Mode gekommen ist. Also man spielt ein Two-Man-Game ohne den dritten Spieler im Eck. Wenn man es gut macht, kann sich der Big Man entweder in die Ecke abrollen, wo keine Hilfe kommen kann, oder aber es kommt zu einem Mismatch unterm Korb. Finde ich gut. Gute Variante, haben wir Spieler dafür, die das gut ausnutzen können. Gerade solange Sullivan auf der Bank ist, sollten wir das forcieren. Und natürlich auch, wenn der Gegner tatsächlich Switch als Variante wählt, weil er dann genau auf tief dieses Mismatch groß gegen klein ist. Und ohne Help ist es halt dann sehr, sehr viel schwerer zu agieren. Also dann muss man von der viel weiter weg eine Help dazuziehen. Das bedeutet, dass wieder irgendein Spieler doch sehr frei ist und sehr eigentlich sehr gut eingesetzt werden kann. Ja. Oh, wir hören gerade oder wir lesen gerade im Chat, Simon Zieger heute im zum allerersten Mal im Pro B-Kader dabei, gibt heute sein Debüt. Im Chat wurde uns das mitgeteilt. Freut uns sehr, ja, dass er hier bei uns debütieren kann. Tut uns leid, dass wir das Mismatch gleich so souverän ausnutzen können. Aber mal gucken, vielleicht kommt noch rein. Erstmal Ballgewinn, Yannick Westermeier im Zusammenspiel mit Bernhard Behnke. Und Kuba Hansalek lässt sich die leichten Punkte nicht nehmen. Ja, leichte Fehler im Aufbau haben sie sich in der Ecke an der Mittellinie trappen lassen. Ja, ohne Therese Blunt ist es natürlich schon ein Mittel zum Erfolg, was die Kangaroos gerade präsentiert haben. Eine Full-Court-Presse. So, Pulic will es nachmachen, aber den Fadeaway von Bernhard Behnke, der ist nicht so leicht nachzumachen. Und schöner Korbleger. Ich hatte da ein Gefühl, der hat sich da kurz was überlegt. Du auch? Ja, er kann hopsen auf jeden Fall. Aber ich glaube, nach der etwas längeren Verletzungspause wollte er auf Nummer sicher gehen. Ja, sicher nicht verkehrt. Die zwei Punkte sind zwei Punkte. Und Pulic gegen Vanna Klotscher zieht erneut das Foul. Ja, Pulic definitiv gerade der Go-To-Guy der Rhöndorfer. Jetzt haben wir Bernhard bzw. Bernhard. Bernhard mit dem zweiten persönlichen Foul. Ja. Der so, geht also auch raus. Geht hier raus und zurück. Oder zum ersten Mal auf dem Feld unser Kapitän, Chris Würmseer. Ja. Wir sind jetzt mit einer schnellen, aber etwas kleineren Aufstellung unterwegs. Heißt ja, letzten Endes Chris Würmseer und Nico Lagermann. Normalerweise sicher eher auf der 2 oder 3 zu Hause. Teilen sich jetzt vermutlich die 4. Und Vanna Klotscher weiterhin auf der 5. Und dann unsere zwei Point Guards. Yannick und Kuba hier auf den Guard-Positionen. So, schön. Ja, oh, Dreier für Yannick Westermeier. Offensiv-Rebound Chris Würmseer. Das ist toll. Spieler kommt rein, bringt gleich diese Energie. Bringt uns den extra Angriff, auch wenn wir ihn nicht nutzen können. Hast du die Defense der Rhöndorfer gerade gesehen? War das eine Zone? Nein, habe ich nicht feststellen können. Eines, dass die extrem raus auf Yannick gehen beim Hedge. Ja. Oh, Schrittfehler aus der Ecke. Zieger trägt sich in Statistiken überall ein bisschen ein. Ist okay. Hier und da ein Foul, ein Schrittfehler. Ein Turnover damit. Ein Turnover damit. Ist okay, er ist 18 Jahre und spielt Pro B, also bitte. Um Himmels Willen, ja, also kann man ja ganz ehrlich sagen, unsere Jungen, ob das jetzt ein Benny Heinrich oder Benny Kuprat und so weiter waren, haben bei ihrer Premiere auch nicht alles richtig gemacht. Aber nein,
Man schnuppert die Luft und man steigert sich und man kommt rein. Oh! Wie nennt sich das? Dieses Spiel gegen Pick and Roll. Phänomenal. Split the D, hätte ich gesagt. Ja, ich dachte, du fragst nach Yannicks neuer Frisur, wie sie heißt. Ich beschäftige mich damit öfters. Split the Screen. Ja, Split the Screen. Richtig. Ja. Er merkt, dass die Röndorfer sehr aggressiv auf ihn rausgehen, zum Teil zu zweit, und sucht diese Lücke, in die er stößt. Und jetzt ist er an einem der Verteidiger hängen geblieben, beziehungsweise einer der Verteidiger hat sich zu gut gemeint, hat sich einen Foul damit geholt. Und jetzt wird der Wischer verlangt, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Es geht um die Nummer, oder irgendwas mit 6 wurde angezeigt. Aber... Und der Blick ging Richtung Chris Würmseher, okay, aber... Okay, es schießt nicht der Westermeier, sondern... Yannick musste raus, weil er wurde... Nein. Ole Theis, weil er hat den Block gestellt und wurde in Yannick geschubst. Aber natürlich ist der Schubser an Ole passiert, damit wurde er gefoult. Und weil es Teamfouls sind, gibt es 2 Freiwürfe. Sehr gut, dass du wieder da bist, Robert. Ich wurde zum Teil etwas kritisiert für meine mangelhafte Expertise über Regelkunde. Solange die Schiedsrichter das akzeptieren, dass ich ab und zu was dazu sage, ist ja alles gut. 3 Punkte für Röndorf. Gute Antwort jetzt. Ja. Und Inside Play. Foul an Ole Theis erneut. Ja, Ole bringt natürlich schon so einen Körper mit, um da unten sehr, sehr viel Trouble zu machen, ne? Absolut. Ein junger Mann, in dem nur ganz viel Potenzial steckt, der hohe Konkurrenz natürlich mit Wolfgang Klotscher auf der Position, auch mit Bernhard Behnke hat, aber ich finde, immer mit vollem Einsatz dabei ist, fleißig trainiert, sehr sympathisch, so wie alle anderen Kangaroos auch. Und ich gönne ihm auch etwas Erfolg auf dem Feld. Ja. Bei den Freiwürfen klappt es gerade noch nicht so. 1 von 3, vielleicht jetzt 2 von 4. 2 von 4. 50% fühlen sich immer besser an als unter 50%. So. Erneut Zilic mit dem Dreier. Trifft er. 21-21. Ja. Zilic mit bisher 10,5 Punkten im Schnitt mit einem erfolgreichen Dreier. Die Gäste schießen auch im Schnitt etwas besser in Dreier, mit 37% sind sie 6% besser Schön als wir. Gespielt. Sehr gut, Ole. Freut mich für dich. Super. Und Sullivan kann natürlich da nicht riskieren, einen Foul zu machen, weil er hat ja schon 2. Und im ersten Viertel das 3. Foul in der letzten Defense wäre sehr, sehr ärgerlich, nachdem er gerade erst wieder aufs Feld gekommen ist. Und ein schneller Wurf, der ist nicht drin. Jakob Hansalek, Nico Lagermann, ja. Der Ball verfehlt sein Ziel. 23-21. Ja, ein munteres Spielchen. Geht viel hin und her. Bisher ist es auf jeden Fall etwas für die Fans. Eine offene Partie mit viel Tempo. Nicht so sehr taktisch geprägt. Nicht so sehr... ein Grabenkampf, wenn man es vielleicht erwartet hätte. 23 Punkte pro Viertel oder im ersten Viertel ist, denke ich, sehr gut. Wir haben 21 kassiert. Da ist auf jeden Fall auch noch in der Verteidigung sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber ich habe den Eindruck, dass die Kangaroos also da sind. Ja, sie sind wach. Auf jeden Fall wach, sind da. Ja, genau. So. Ein paar Statistiken. Die Kangaroos mit 7 von 9 Freiwürfen. Sehr schöne Statistik, gefällt mir gut, 77%. Röndorf mit 4 von 6, ein paar weniger bekommen. Ja, sie haben nicht ganz so viel dieses Inside-Play gesucht, das sie am Anfang gemacht haben. Fand dann doch ein bisschen weniger statt, hatte ich das Gefühl. Denn insgesamt haben ja, die Röndorfer 0 von 4 Dreiern. Nein, stimmt nicht, mein Fehler. 3 von 8 Dreier, ja. Und wir haben 0 von 4. So genau. Entschuldigt,
Wenn man da immer nur mit einem Auge auf die Statistik guckt, dann ist das doch ein Auge zu wenig. Ich muss mit zwei drauf gucken. Ja, 3 von 8, respektable Statistik, 37,5%. Als Team schon ganz gut. Inzwischen hat Bulic sich da auch eingereiht. Ja, seinen vierten hat er dann getroffen. Der ja sowieso bisher der Mann des ersten Viertels bei den Dragons, oder? Ja, absolut, absolut. Ein Two-Side-Player, wie man sagt, verteidigt stark, ist sehr gefährlich im Angriff. Aber haben wir auch mit Ole, mit Vanna Klotscher, mit Behnke, drei richtig gute Bigmans. Oh, extra Pass. Chris Würmseer nicht. Dafür Jakob Hansalek. Toll, wie er da durch die Defense durchschlüpft und dann abschließt, bevor die Help kommen kann. Und Ole Theis versucht zu helfen, aber das war ein starker Korbleger Hunti. Und das technische Foul für den Röndorfer Coach, der da ein Foul haben will beim Wurf. Und jetzt aktuell gerade mit beiden Füßen im Feld steht, jetzt seine Box verlässt, steht immer noch im Feld, jetzt geht er zurück. Interessiert aber gerade keinen der beiden Schiedsrichter, muss man fairerweise sagen. Die haben den Blick gerade schon Richtung technisches Foul, Richtung Freiwürfe geworfen. Naja, in der Bezirksoberliga, wo ich so als Trainer unterwegs bin, gäbe es jetzt schon große Probleme für mich. Hängt aber auch von den Schiedsrichtern ab. Ich glaube, nicht alle achten da so viel drauf. Oder hast du schon so einen Ruf, dass sie bei dir immer besonders drauf achten? Ja. Ja, so ist es, liebe Damen und Herren. Liebe Damen und Herren, genau. Ado und die Schiedsrichter. Ado und die Schiedsrichter. Das könnte ein Roman werden, eigentlich. Ja. Nein, Spaß beiseite, da hätten jetzt die Schiedsrichter natürlich noch drauf bestehen können, dass er in die Box zurückgeht. Aber er hat jetzt seine TV erhalten, hat sich jetzt beruhigt. Ich meine, wo soll er hin mit seiner Emotion? Ich glaube, man muss ihm dann schon so ein bisschen diese paar Momente geben. Da hat er sich aufgeregt, der Schiedsrichter hat ihm klar gezeigt, war zu viel, okay. Und dann muss er aber auch ein paar Momente haben, um runterzukommen. Er kann da nicht sofort zack, bumm, nur weil da ein Pfiff kommt, kann ich ja nicht meine Emotionen wegschieben. Das geht ja auch nicht, finde ich gut. Es gibt jetzt eine Timeout-Entscheidung. Wir sind live, danke, wir sind im Bild live. Du musst nebenbei wieder ein bisschen reinkommen, du bist hier gar so aus dem Bild raus. Ja, ich bewege mich immer weiter Richtung zu dir, Robert. Das finde ich gut. Wir haben ja gesagt, vorweihnachtliches Kuscheln. Morgen ist der dritte Advent. Ja, es darf ein bisschen besinnlich werden. Ja, es gab dann plötzlich einen Timeout-Call. Ich glaube, das waren die Gäste. Vielleicht hat der gegnerische Trainer auch entschieden, einen Timeout zu nehmen, um sich selbst so ein bisschen zu beruhigen. Das Timeout wird gerade leider im Play-by-Play noch nicht angezeigt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Stimmt, auf der Tafel auch nicht. Und ich habe nicht gesehen, welcher Trainer es denn dem Kampfgericht zugerufen hat. Ich auch nicht. Ich dachte zuerst, dass die Schiedsrichter möglicherweise einen Timeout für sich gebraucht haben, aber... Wir kriegen nämlich gerade eine Info zugeflüstert. Ja, wir haben viele begeisterte Young Kangaroos hier. Manche schaffen es noch nicht, die Bälle festzuhalten. Deswegen musste man probieren. Ole Theis mit dem Rebound. Greift nochmal nach dem Rebound. Basti Merz. Wir schweißen uns drauf. Sullivan hat die schnellsten Finger. Und jetzt geht es schnell auf Röndorfer Seite. So. Ja, aber auch wir haben schnelle Finger. Not in my house, sagt Ole Theis. Ja. Zum ersten Mal auf dem Feld heute Basti Merz, unser Scharfschütze. Und da ist er mit dem Dreier. Und. Boom. Oh, fällt wieder raus. Oh, schöner Dreier, schön hoch. Und Basti gegen Omoyola. Ich habe letztens den Fachbegriff dafür gelernt. Für das In-N-Out? Für dieses Rollen des Balles innerhalb des Ringes. DSF-Werbung. Nein? Nein. Ich erinnere mich noch wunderbar. Bitte, liebe Fans, googelt das. Es
Kommt oder aus der, kommt aus der NBA. Kommt aus der NBA. Schreibt Sullivan, es uns. Mitteldistanz, drin. Ja, man merkt, er hat gefehlt im ersten Viertel. Macht sich bemerkbar. Ein Steal, ein Sprungwurf. Ja. Wichtig. Ja. Und, So, Basti Merz versucht an die Füße zu spielen, aber Omoyola lässt sich da nicht auf ein. Drei Punkte, Röndorf. Vor allem nicht Ole Theis mit dem wichtigen Rebound. Und es bleibt schnell. Drei Punkte, Nico Lagermann. Nein. Ja. Ich lache sehr über die Kommentare. Er soll im Rahmen bleiben. Ja, das wäre ganz gut. Der Röndorfer Coach soll im Rahmen bleiben. Und was? Gilt für alle Coaches natürlich, aber schön gesagt. So, Jumpshot. Nico Lagermann trägt sich in die Scorerliste ein. So viel Platz darf man ihm nicht geben in der Zone. Das nutzt er eiskalt aus. Und Omoyola wieder ganz schnell zum Korb. Jetzt kommt der Foulpfiff. Ja. Ja, das technische Foul des Röndorfer Coaches bleibt ein Thema im Chat. Wir gucken mal, was da so abgeht. Aktuell ist er ja schon wieder mit dem Schiedsrichter im Gespräch. Und ich glaube, der Schiedsrichter will ein bisschen mehr Ruhe von ihm. Jetzt auch sein Co-Trainer dabei. Ich weiß nicht, ob der schon den Muki macht. Wir kennen das ja noch aus Bundesliga-Zeiten des FC Bayerns, als Muki Mutapcic Svetislav Pesic immer wieder zurückgezogen hat. Aber... Und sie fängt hier gerade ein Regel konformes, nicht konformes Verhalten. Du meinst, weil beide stehen? Beide Trainer stehen. Und ich will nicht mehr kritisiert werden für meine Mangel an Expertise in Regelkunde. Beide Trainer stehen. Ja. Hallo Mike Lippert, was ist hier los? Grüße gehen raus an einen der bekanntesten Schiedsrichter der Region. Falls du uns hörst, Mike, du weißt es, du nimmst es mit Humor. Und Ado kriegt den nächsten Tee extra dafür. So, und Kuba Hansalek holt sich Ole Theis zum Pick and Roll. Der slippt. Schnelles Anspiel, ist es ein Mismatch. Ole mit viel Kraft. Ah, der sucht nochmal Nico Langermann, aber der war schon den Schritt weiter. Oh, und jetzt, für wen gibt es Einwurf? Der Silic soll das zugeben, das hat man aus dem Flugzeug gesehen. Alle sprechen ihn drauf an und er macht's nicht. Unglaubliche Unsportlichkeit. Ja, also das haben wir auch gesehen. Und unglaubliche Unsportlichkeit. Hat's auch gesehen. Jeder hat's gesehen, sein Trainer hat's gesehen. Er beruhigt die ganze Halle, statt es zuzugeben. Unglaublich. Ja, wir wünschen uns ein bisschen mehr sportliches Verhalten. Das heißt, wir sehen im zweiten Viertel, da ist noch nichts passiert. So, Foul von Kuba Hansalek. Der schiebt da mit der hinteren Schulter nach gegen Omoyola. Der kommt immer besser ins Spiel, der Point Guard der Röndorfer, oder? Ja, ich kann mich gerade noch nicht beruhigen. Ich sehe es von hier, wie der mit der Hand rankommt. Eine Deflection, anstatt es zuzugeben und sich ein Denkmal bauen zu lassen für Fairness, beruhigt er die Halle, die ihn ausbuht. Ja, so. Aber gut, jetzt ist er erstmal in guten Händen bei Basti Merz. So, der ist auch mit der Deflection, der ist wach, gute Defense hier. So, Chris Würmseher, auch nochmal mit guter Defense. Ich finde, das ist die richtige Antwort. Jetzt gut verteidigen, Röndorf zu schwachen Abschlüssen zwingen. Und für mich war das gerade so ein schwacher Abschluss. Der Dreier, nicht die beste Wahl. So. Und das Publikum ist wach. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass unser Publikum da wach ist. Wieder Ole Theis gegen Bulic. Viel Kontakt, kein Foul, es geht weiter, Vollgas. So, es steht 27 zu 27. 6 Minuten noch zu spielen. Und es ist richtig heiß. Oh! What? So, what? Coach Addo, live dabei. What? Du hättest es anders gepfiffen, Addo, richtig? Ja, es ist ganz schwer, ganz heiße Phase gerade. Beide Spieler kämpfen um die Position. Basti Merz bekommt das Foul, sein zweites. Warum? Ja. Okay. Auch hier wieder. Wie schießt sich das?
haben die ganz andere Perspektive als das Publikum. Zumindest der untere Schiedsrichter, der das gepfiffen hat. Und erneut die Kangaroos mit richtig starker Defense. Ja, holen sich den Ball, lassen sich da nicht unterkriegen von dieser hitzigen Situation. Ja. Und wir schauen weiter. Derweil. Kuba Hanzalek, 1 gegen 1, viel Kontakt, den macht er. Ganz starkes Finish. Kuba Hanzalek mit dem Kontakt, Layup übers Brett. Den können wir nicht stoppen so. So, Cilic gegen Wurmseher. Ja, der scheint gerade gut aufgehoben bei unseren Verteidigern. Er kommt nicht mehr ins Spiel wie vorhin. Ja, die offenen Dreier bekommt er nicht. Den Zug zum Korb ist er nicht schnell genug gerade. Oder wir sind so schnell. Die Partie hat sich ein bisschen gewandelt. Ja. Ist jetzt ein bisschen das was geworden, was man so ein bisschen erhofft hat. Heimlich sehr emotionale, hitzige Geschichte. Ja, ist auch bei unseren Kommentatoren hier angekommen. Ne? Wir sind beide voll dabei. So, das waren gerade leichte Punkte für die Ründorfer, die sich da unterm Korb durchsetzen. Wander Klautscher spielt nochmal nach außen. Dreier, Hanzalek sitzt. Boah, was fackeln die Kängurus da ab. Das sind richtig gute Antworten hier auf dem Spielfeld. So, Omoyola im 1 gegen 1 gegen Basti Merz. Sucht den Kontakt, findet den Korb. Und jetzt kommentiert das auch noch. Und da ist das TV. Da ist das TV, richtig so. Richtig so. Man muss es nicht noch mit Trash-Talk anheizen, das Spiel. Das ist heiß genug. Ja. Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich bin kein... kein Fan? Ich bin Fan von Fairness und sportliches Wettbewerbs. Aber... ich finde auch, man darf auch die Emotionen nicht zu sehr rausnehmen. Er hat ihm jetzt ein bisschen was gesagt. Ich glaube, ich hatte ihn nicht beleidigt. Vielleicht hat er gesagt, schlechte Defense oder sonst was. Hätte ich jetzt nicht so entschieden. Weil also Basketball wird ja oft in den nicht qualifizierten Kreisen der Zuschauer vorgeworfen. Ja, körperlos und dies und das, Regelwerk zu kompliziert und so weiter. Da hätte ich jetzt nichts gesagt, hätte ich jetzt nichts gemacht. Okay. Oh, Wanner Klotscher, ganz hoch, aber der Ball geht trotzdem an die vordere Ringkante. Ja, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich fand das erste noch okay, das war so ein bisschen klar gezeigt, dass man hier die bessere Aktion hat. Pulic 1 gegen 1 gegen Wurmseher, macht er nicht. Wir haben den Rebound und es geht schnell. Noyel, der war aber erstmal auf dem Feld und mit ganz viel Speed und er macht das Ding mit links. Und das war keine Phrase, er hat es wirklich mit links gemacht. Ja, waren viele schwierige Abschlüsse jetzt auf beiden Seiten. Wir hatten sie erfolgreich abgeschlossen, als ob man das trainiert hätte. So, doppeln unterm Korb. Oh, stark. Ja, der lässt sich nicht irritieren von dem vielen Körperkontakt. Ja, stark von Antonio Pilipovic. Ja, ganz starkes Spiel von ihm bisher. Nutzt jede Chance gefühlt, um... da Punkte aufs Konto zu bringen. Und Foulspiel Bulic, der hält. Wanner Klotscher kann es gar nicht fassen, dass er dafür den Pfiff bekommt. Aber war gut zu sehen, nicht nur für uns, sondern auch für den Schiri. Und es gibt Einwurf Seite. Zweites Teamfoul der Dragons. Die Kangaroos bereits mit 4, bei dann noch 3, 39 zu spielen. Und 2 Punkten vorne sind unsere Kangaroos. 35, 33. Auch ein gutes Scoring bisher, kein Low-Scoring-Game, oder? Nein, es hat sich jetzt ein bisschen ausgebremst mit den Punkten, finde ich, im zweiten Viertel. Es ging viel hin und her, viele Emotionen, aber so gefällt es uns. Wir sind noch im Front und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr profitieren von dieser Stimmung. Natürlich spielen wir zu Hause, haben die Fans in unserem Rücken. Ich hätte kein Problem, wenn das so und noch ein bisschen besser weitergeht. Ja. 2 Freiwürfe. Der erste fällt noch rein. Ja. Shooter's Roll nennt man das. Der hatte so viel Spin, der konnte gar nicht mehr rausfallen.
So. Und der zweite findet direkt ins Netz. So. Und wieder Omoyola gegen Merz. Spannendes Matchup. Gucken wir mal, ob Omoyola wieder seine Schnelligkeit gegen Merz auspackt. Probiert das Pick and Roll und jetzt Anspiel gegen Filipovic. Der wird gefoult, zwei Fouls. Das ist natürlich jetzt schon ein ganz schwieriges Matchup für die Kangaroos, oder? Filipovic einfach körperlich, doch ja, mit einem klaren Vorteil. Laut Mannschaftsaufstellung 2 Meter groß. Ja. Das heißt, er kann die Mismatches unterm Korb ganz gut ausnutzen, aber scheint auch technisch begabt zu sein und attackiert auch mit dem Gesicht zum Korb. Erinnert mich ein bisschen an mich so. Ich liebe das, wenn du das sagst. Er hat ja auch den Witsch drin, ne? Adnan also Badjevic über Antonio Filipovic. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Sind auch beide blond und gut aussehen. Spaß aber beiseite. Du bist kein Kölner. Antonio Filipovic, eigentlich lange in Köln gespielt, dann über Karlsruhe ursprünglich zurück nach Köln und jetzt in Röndorf im Rheinland geblieben. Insider also wissen, dass ich ein kölscher Junge bin. Na, Prost. Ich spendiere dir nachher 0,1 Liter Bier. Mal sehen, was du dann sagst dazu. Kölsch. Ja. Okay. Weißt du, da nippst du dran und dann ist vorbei. Da brauchst du schon einen Meter. Was Bewohner einer Stadt mit einem ausgeprägten Dialekt, Akzent, Entschuldigung, am meisten lieben, ist, wenn man versucht, ihren Akzent nachzusprechen. Ja, hervorragend. Das lieben die. Gut, Wiener, dass du versuchst, den Kölner und nicht den Röndorfer Akzent nachzumachen. Ich weiß nicht, wie man in Röndorf spricht. Jedenfalls scheint die Sprache bei den Röndorfer international zu sein. Also Bulic, Filipovic, Omoyola, Sullivan, bunt gemischte Truppe. Naja, wie früher auch schon. Ja. Bei uns doch auch nicht anders. Nein, absolut nicht. Und da ist Basketball ein absolutes Vorzeigeobjekt in der Gesellschaft. Ja, ist ja auch immer so ein ganz interessanter Statistik, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ende der 90er hat da mal jemand eine Studie dazu gemacht. Da war Basketball der Sport der Akademiker und der Einwanderer bei uns in Deutschland. Und ja, sicher muss man auch sagen, man findet es in vielen kulturellen Kreisen, den Sport ist dort angekommen. Aber eben auch besonders dort, besonders an Unis, Hochschulen, das Olympiateam 72 wurde ja zum Beispiel aus ganz vielen Studenten damals auch zusammengezogen. So, ja, wir hören, es gibt Kommentare zu den Schiedsrichtern im Chat. Wir gehen nicht darauf ein. Wir bedanken uns für die Einträge natürlich. Aber wir freuen uns auch über lebhafte Diskussionen. Ich finde, es ist ein tolles Spiel, das genau das hergibt und nicht. Ja, genau so soll es ja sein, dass man auch über manches diskutieren kann. Ne? Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn man über andere Dinge diskutiert, aber so ein Wurf von Carter zum Beispiel. Ja? Tough shot. Schönes Ding. Er ist zurück auf dem Feld und er macht sich gleich bemerkbar. Jetzt dann auch im 1 gegen 1 gegen Bulic. Werden das probiert. Omoyola nochmal. Ebenfalls Tough shot gegen Basti Merz. Das scheint so ein Matchup zu werden, auf das wir auch noch mehr achten müssen. Interessant jetzt in der Offense. Währenddessen über die Finger gerollt. Schade, Missverständnis. Bei den Pick-and-Rolls reagieren wir auf diese sehr druckvolle Verteidigung der Dragons aus Röndorf ja auch vor allem dadurch, dass wir gerade öfter slippen. Das heißt, der Big Man rollt nach unten. Was ist da der Vorteil, Ado? Kannst du es vielleicht für die Leute so ein bisschen erklären? Was macht man da und warum? Genau, dadurch, dass die beiden Verteidiger sehr hoch gehen, sehr aggressiv rausspringen. Schöner Wurf von Röndorf und wir nehmen die Auszeit. Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Genau, dadurch, die beiden Verteidiger, also des Blockstellers und des ballführenden Spieler sehr hoch rausspringen, gibt es dem Big Man die Chance, zügig sich abzurollen Richtung Korb, weil der dadurch einen kleinen Vorteil hat, eventuell auf das direkte Anspiel vom ballführenden Spieler, was wiederum aber für den ballführenden Spieler nicht so einfach ist, weil er von zwei Leuten unter Druck gesetzt wird. Deswegen entscheiden sich Janik und Co. für diesen Slip the Screen. Also sie stößen dann in diese Lücke rein und dann hat man ja einen Riesenvorteil, weil dann hat man einen Big Man, der sich schon Richtung Korb abgerollt hat, einen ballführenden Spieler, der zwei Verteidiger hinter sich hat
dann muss die Verteidigung rotieren und dann kann man diesen Vorteil, den man verschaffen hat, erweitern und dann gut exekutieren. Also ich bin inzwischen kein Freund mehr von Hard-Hedge und aggressiver Pick-and-Roll-Verteidigung, außer du würdest gegen Warriors spielen. Ja, wobei, zur Zeit würde ich ganz gerne mit Warriors, gegen Warriors spielen. Ja. Der arme Draymond Green, meinst du? Wie heißt der Point Guard, der überall alles verloren hat von Phoenix Suns? Chris Paul. Chris Paul, der arme Chris Paul wird dekadenlang von Warriors verprügelt, wechselt endlich dahin, um irgendwas zu gewinnen, und die sind nicht gut. Naja, ich glaube, sie merken selber so, man merkt so ein bisschen eine mentale Schwäche in der NBA, wenn man sich das anguckt. Und wie schnell sich Gemüter erhitzen lassen, das sehen wir ja hier. Währenddessen hat das Timeout nebenbei, wir sind gar nicht drauf eingegangen. Gehen wir mal ein bisschen darauf ein. Die Dragons haben sich die Führung zurückgeholt. 39-40 steht's. Und Bernhard Behnke ist aufs Feld gekommen, findet Basti Merz, drei und Punkte und ciao. Er sitzt. Ja, und wir haben uns die Führung zurückgeholt hier im Kangaroos Dome. Schöner Pass und wunderbar exekutiert von Basti Merz. Dreier Spezialist. So. Der mal wieder das 1 gegen 1 mit etwas Hilfe von Werner Klotscher gerade beendet. Und jetzt sehr, sehr viel Druck auf Omoyola machen soll. So, der findet draußen Bulic, der findet den Korb nicht. Aber Sullivan marschiert unter dem Korb durch und erzielt den Ausgleich. 42-42. Die Zahl ist nicht nur die Antwort auf alles, sondern auch der aktuelle Spielstand. Oh. Das war jetzt ganz tiefer Insider. Ja. Ja, die Fans von Science-Fiction-Romanen wissen vielleicht, was ich meine. So, Werner Klotscher von der Freiwurflinie. Macht er! Ja. Ja, und das Publikum ist wieder da. Omoyola. Oh, tippt den Ball selber ins Aus, kann es nicht fassen. Weiß nicht, ob da mehr Kontakt dabei war. Er wirkt unzufrieden. Also einer der beiden, entweder der Omoyola oder der Coach der Dragons, bekommt demnächst ein zweites T-Foul. Du meinst, einer von beiden beendet das Spiel nicht hier in der Halle? Ich wette auf ein... Ja, Basti Merz, drei Punkte. Hasenblöd, Keller. Oh ja. Vielleicht kann jemand der Ründorfer Bank eine WhatsApp schicken. Basti Merz kann Dreier schießen. Ja. So. Oh, und die versuchen wieder dieses Matchup Merz gegen Omoyola zu nutzen. Und jetzt, sehr starke Bewegung. Hier tolle Punkte, Spin-Move. Mit ganz, ganz hohem Tempo. Stark und gemacht. Jane Müller. Ja. Ja, war in der Starting Five. Man hat da noch nicht so viel von ihm gesehen. Jetzt schon. So, der Ball, viertes Teamfall, 4,4 Sekunden vor Schluss. Clever gemacht. Man hat noch keine Würfe und man unterbricht so ein bisschen den Rhythmus. Absolut. Zu scoren. Ein Euroleague-Foul, würde man so sagen. Müller mit 9,1 Punkten im Schnitt. Erstaunlich, wie ausgeglichen die Gäste scoren. Sullivan 17 im Schnitt, Blunt 13,8, Omoyola 13, Buck 11, Bulic 10, Filipovic 10, Cilic 10, Müller 9, Rosic 6. Also wirklich. Ja, in dem Spiel ist es, sagen wir auch schon, also Omoyola hat 12, aktuell Topscorer bei Rindorf, Filipovic 11, Bulic 10. Das ist so. Ja, da sind ein paar schon nahe an ihrem Spielschnitt in der Saison bisher. Ja, so ausgeglichene Mannschaftsleistung. Aber die Kangaroos mit vielen Varianten, vielen verschiedenen Optionen heute. Am Anfang war es der Werner Klotscher, der Inside für Unruhe gesorgt hat. Dann war es jetzt zuletzt Basti Merz von der Dreierlinie. Also wir haben... Wir sind sehr variabel in unserem Spiel, finde ich, ist gut. Und wir haben das von Anfang an, vor Saisonbeginn schon gewusst. Die Mannschaft ist für vieles in der Lage. Und heute zeigen sie die ganze Palette ihres Könnens. 4,4 Sekunden. Wer wirft? Carter, sage ich.
Nein, Basti Merz nochmal. Der ist halt, oh, schön gespielt. Oh, viel Kontakt. Der sitzt. Und der ist drin. Der ist drin. Der zählt. Der zählt. Ja. Na. Kein Kontakt beim Wurf, sagt der Schiedsrichter beim Drei-Punkte-Wurf von Yannick Westermeier. Alle haben dahin geguckt, nur einer nicht. Nämlich ja, der den Rebound geholt hat und den Tipping gemacht hat. Die Zeit, dieses ganz vier stark Sekunden, Jermaine Carter. Die vier Sekunden fühlten sich jetzt sehr lange an. Ja, vier also, Sekunden sind auch lang. Du kannst in vier Sekunden über das ganze Feld dribbeln und werfen. Wenn du Antetokounmpo heißt. Nein, auch Yannick Westermeier hat es schon gezeigt. Nein, ich weiß, was hat er gesehen. Es war Einwurf, Pass zurück, Wurf an den Ring und Rebound. Genau. Alles in vier Sekunden. Für nicht Basketball-Fachpublikum würde man sagen, vier Sekunden ist sehr viel sehr, Zeit. Sehr man muss viel ja Zeit sehen, für ne? Basketball. Ja. Der Einwurf passiert, da läuft die Zeit noch nicht los. Richtig. Erst als Basti Merz den Ball berührt, läuft die Zeit los. Der passt sofort zu Yannick Westermeier zurück. Der hat sofort den Wurf. Wurfausführung, wenn sie schnell ist, 0,4 bis 0,8 richtig, Sekunden. Geht unter einer Sekunde. Ja, also sind wir dabei nicht mal zwei Sekunden, die bis dahin so passieren. Dann ist der Ball ein bisschen in der Luft natürlich. Aber ja, für den Tipp-In war noch Zeit. Ja, absolut, absolut. Spannendes Spiel, tolle Partie. Macht richtig Spaß, hier zu sitzen. Mit haben allen. Wir da noch mal ein Relive? Ich frage gerade so blöd, weil... Hätten wir da noch mal ein Ding? Nein? Nein, ich denke... Wir gehen in die Pausenwerbung. Die verdiente Pause, auch wir leisten hier Schwerstarbeit. 49-44, bis gleich. Tschüss. Diese Sendung wird präsentiert von der VR Bank Augsburg, Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Mein Streben, mein Augsburg, mein Leben. Eine Chance in meiner Welt, meine Zukunft für mein Geld. Mein Weg zu meinem Traum, mein Vertrauen für mehr Freiraum. Meine Bank, da wo ich bin und immer für mich da. VR Bank Augsburg, Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Erleben Sie unsere modernste Filiale in der Annastraße 9, der Treffpunkt im Herzen der Stadt. Und Steuerberaterkanzlei in Augsburg, München und Inning am Ammersee. Wir bieten eine Full-Service-Betreuung für Unternehmen aller Art. Bestens ausgebildet, digital und ortsunabhängig. Ulitzka und Partner, wir beraten die Zukunft. Kommen Sie gerne auf uns zu. Mit guter Laune durch den Tag. Dazu die wichtigsten Nachrichten aus eurer Nachbarschaft und natürlich die besten Hits. Wer in der Region wohnt, hört Hitradio RT1. Jederzeit auf UKW, DAB+ und natürlich im Web. rt1.de. Hitradio RT1. Genau meins. We'll be right back.
präsentiert von der VR-Bank Augsburg. Handels- und Gewerbebank. Eine starke Bank für eine starke Region. Time, think it's my.
I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough but minds keep walking. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I am chat with the boys, man so tough but minds keep walking, yeah. Just too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man please use caution. Beg please get on your knees, came from the jungle up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve, one wrong move I'ma let out the. Big shoes, check out the crease, blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats, when the whole place scream gotta get out the. Yeah, I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough but minds keep walking, yeah. Dress too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch man, please use caution. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, minds keep walking, yeah. Dress too sharp with the prize, better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch my please use caution. Who the fuck they trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby, see all the text. She wanna give me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick. Six flags, ballin' like Dinky. Told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Gleich ist der Ball wieder im Spiel. Sullivan, Omoyola, Müller, Bulic und Silic für Röndorf. Hansalik, Westermeier, Wanner Klotscher, Carter und Bienke Keller für die Kangaroos. So. So. Und Omoyola verteilt zu Bulic, der trifft aus der Ecke. Der fängt an wie im ersten Viertel, trifft sofort. Und es steht wieder 49 zu 47. 2 Punkte Vorsprung für die Kangaroos zu Hause im Kangaroos Dome gegen die Röndorf Dragons, den aktuellen Tabellenführer. Eigentlich gutes Ergebnis. Bernhard Binke erst im 1 gegen 1. Yannick Westermeier, tougher Shot, aber das Foul von Omoyola, der kann es wieder nicht glauben. Und zeigt das auch mit seiner Körpersprache dem Schiedsrichter. Ja, ich glaube, mit deiner Wette liegst du nicht so ganz falsch. Die Chancen einer sind der da, beiden Arno. Beendet das Spiel heute in Umkleide. Vorzeitig. Vorzeitig in Umkleide. Ja. In der Umkleide, Umkleide beendet dieses Spiel sowieso, aber einer von den beiden beendet es vorzeitig. Entweder ja, er sitzt in der Umkleide, wenn das Spiel beendet wird. Wir versuchen, reden uns um Kopf und Kragen. Omoyola oder der Herr Dorn. Ja, so. Freiwurf getroffen. Du hast mit Yannicks Frisur zu tun. Entschuldigung, ich konnte das vorher nicht aufnehmen, aber jetzt, da ich sie wieder sehe. Ich glaube, der hat einen Edgar-Cut. Wie heißt er? Edgar. Edgar-Cut. Ja, unser Edgar aus der U18 hat auch einen Edgar-Cut. Ach so, und ja, der heißt auch unabhängig von unserem Edgar aus der U18. Edgar. Janne Müller, schöner Korbleger, gegen zwei erst oben durchgesetzt. Die Hilfe von Carter kommt zu spät. Es bleibt ausgeglichen. 2 Punkte, 51-49, High-Scoring-Game. Absolut in der Ecke. Bernhard Behnke sucht Wanner Klotscher. Janne Müller zieht Bernhard Behnke ins 1 gegen 1. Und da ist es Hansalek. Kriegt das, den Pick von Bernhard Behnke, spinnt rum. Ah, aber holt den Rebound. Ganz wichtig. Und wieder Bernhard Behnke gegen Janne Müller mit viel Hilfe. Bulic da. So, 3 Punkte. Sieht gut aus, aber nicht ganz. Beim Rebound, 2 sind da. Janne Müller fängt den trotzdem
Und es ist wieder Röndorf im Angriff. Die können jetzt ausgleichen oder sogar in Führerhöhung gehen. Kick raus, Sullivan tippt noch einmal, wirft den Dreier, trifft ihn trotzdem nicht. Und Bulic gegen Vana Klotscher, Jumpball. Ballbesitz Kangaroos? Nein, doch, Ballbesitz Kangaroos, natürlich, hast du recht. War ja gerade Einwurf für die Röndorfer. Wir werden das Play two down durchlaufen, sagt Coach Richter. Was ist two down? Auf was dürfen wir uns freuen? Ich denke Eliouk Dan Carter hätte ich gern. Nein, ich glaube, dass unser Big Man unten angespielt wird und das ist auch geschehen. Ja. Auch hier wieder viel Hilfe von Bulic. Ja, und jetzt. Und ach, fast Duncan Carter, habe ich doch gesagt. Mit der Sirene macht er das Ding rein. 53-49. Ja. Silic, fast fällt er. Dann kriegt er doch das Foul und zwei Schuss. Ball fällt nicht rein. Sucht da stark den Kontakt und fast wäre er vorher gefallen. Das ja. liegt daran, dass unsere Philipp Boy-Films einfach den Kamerawinkel so, hier produzieren, die wir sonst nicht kennen. Du musst erklären, was daran liegt. Wir haben gerade einen Kommentar bekommen. Guten Appetit, der Herr. Vermutlich schon ein bisschen her. Wir wurden im zweiten Viertel eingeblendet, als wir schnell einen Snack zu uns genommen haben. Wir danken der Regie für diese Einblendung. War sehr wertvoll. Oh, die Freiwürfe gehen nicht ran. Es bleibt beim 53-49. Ja, sind das die Nerven bei Silic jetzt? Der hat ja vorhin das Publikum doch sehr gefordert und dann nicht nachgelegt. Also, so wie wir gerade spielen, werden wir es schaffen. Das ist natürlich nur eine Ewigkeit, Lichtjahre. Ja. Korb zählt, weil Sullivan klatscht ans Brett. Das ist nicht erlaubt. Ans Netz. Wir werden hier korrigiert. Die Lichtjahre sind eine Maßeinheit für die Strecke. Das stimmt natürlich. Aber manchmal fühlt es sich halt trotzdem an, wie wenn es Lichtjahre entfernt ist. Und das ist dann wieder eine Zeiteinheit nebenbei. Nur so, wenn hier irgendwelche Schlaumeier dabei sind, der Schlimmste davon bin ich. 3 Punkte, Yannick Westermeier. Auszeit Röndorf. Der straft sie sowieso alle Lügen. Und Röndorf muss die Auszeit nehmen, denn es sind plötzlich 9 Punkte Vorsprung für die Kangaroos. 58-49 bei 6:52 zu spielen. Und ich habe das Gefühl, der Röndorfer Coach hat ganz, ganz viel zu sagen. Was meinst du? Ja, und ich wurde da, glaube ich, mit unqualifizierten Meldungen aus der Regie unterbrochen. Aber ich wollte sagen, wenn wir es schaffen, so weiter zu spielen, und es ist auch wirklich eine Ewigkeit zu spielen noch, dann bin ich mir sicher, dass wir heute gewinnen können. Also wir sehen wirklich sharp aus, also tolle Körpersprache. Jetzt fallen die Würfe von draußen. Auf den beiden Seiten des Feldes schaut das wirklich gut aus. Aber klar, wer Basketball schon einmal angeschaut hat, sind 17 Minuten. Basketball ist a game of runs. Genau, eine Ewigkeit, und wir haben gerade einen tollen Run gegen Tabellenführer, und das sieht richtig gut aus, was wir da machen. Ja, bei Röndorf vermisse ich diese Runs noch so ein bisschen. Du auch? Ja. Also unser Maskottchen Rudi verteilt gerade Weihnachtsgeschenke. Aha. Und macht Selfies mit den Fans. Wir müssen aber fair sein. Unser Maskottchen Rudi heißt nichts mit dem Rudi. Ja, doch, ich wurde aufgeklärt. Es ist wirklich Kangaroo Rudy geworden? Ja, er heißt Rudy mit 2 O. Und alle Ähnlichkeiten mit dem tollen Hausmeister der Sporthalle Schönbergen, Rudy, sind zufällig. Nee, der Hausmeister der Stadtberger Halle guckt netter als unser Rudy. Auf jeden Fall. Der guckt schon sehr gefährlich. So, Silic, 1 gegen 1 gegen Westermeier, zieht erneut das Foul. Ja. Wann immer der auf rechts rüber geht, habe ich das Gefühl, dass Yannick diesen halben Schritt zu spät ist. Und absolut. Da nicht das draus holen kann, was er eigentlich will. So, Silic mit dem Freiwurf, den macht er.
wichtige Punkte jetzt für die Dragons an dieser Stelle, die sie sich hart erarbeitet haben, hart arbeiten mussten vielleicht sogar. Und ja. 58, kurze Unterbrechung. Wechsel. Möchte ich etwas in eigener Sache hier in den Raum stellen? Bitte, liebe Fans, wer findet raus, wer ist der geheimnisvolle Mann, der auf dem absoluten Top-VIP-Platz in unserer hinter der Bank sitzt? Hinter hinter der Kangaroos Bank sitzt. Ja. Da saß noch nie jemand. Ich gebe mal einen Tipp. Das ist ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung. Ja. Ja. Oh, Sullivan geblockt von Vanna Klotscher. Ganz heißes Ding. Bernhard Pienke und der lässt es krachen. So, Auszeit. Röndorf ganz schnell nochmal die Auszeit nehmen müssen. Nicht mal eine Minute danach. 63:51. Und am Kampfgericht klatscht der Hallensprecher mit dem Shot Clock. Absolutes Highlight bisher. Auf Dreier, auf einer Seite erfolgreiche Verteidigung mit einem tollen Block von Vanna Klotscher gegen Sullivan. Dann Transition Offense abgeschlossen mit dem Dunking durch einen Rimrunner. Also alles eingespielte Geschichten. Richtig, richtig gut. Also wie gesagt, sollten wir es schaffen, über diese weite Strecken so zu spielen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen werden. Unsere Mannschaft sieht gerade sehr gut aus. Es stand 51:49 und dann sind wir davongezogen. Ein 12:2 Run. Ganz starke Leistung aktuell. Absolut. Wieder 5 Punkte in Folge hier. Zwischenzeitlich 2 Freiwürfe, die sich Silic hart erarbeitet hat. Was fehlt den Dragons gerade? Warum kommen die nicht ins Spiel? Na gut, denn Therese Blunt fehlt ihnen. Vor allem. Und Badu Buck, das muss man nochmal erwähnen, klar. Aber sie sind auch sehen ein bisschen beeindruckt aus. Also als ob sie wirklich von dieser Kulisse und von dieser Energie, die Kangaroos hier aufs Feld bringen, sie beeindrucken lassen. Ja. So, Omoyola, im Spielaufbau. Versucht wieder das 1 gegen 1, das er vorhin gegen Merz erfolgreich ein paar Mal beenden konnte. Und Filipovic mit dem Fehlpass. Yannick guckt, kann das schnell machen. Findet Pienke, der zieht erneut in die Mitte. Und das ist Offensivfoul. Ganz klar, das ist Offensivfoul. Ja, da wollte er durch seinen Gegenspieler durch. Omoyola macht das clever, nimmt den Kontakt auf, auch wenn es sicher wehgetan hat. Ja. Aber damit hat er das Fastbreak vorzeitig beendet. Aber gut. Das ist so. Ja, der Bernhard konnte nicht mehr abbremsen oder aus dem Weg gehen. Und der Omoyola machte das richtig gut, stellte sich in den Weg, hat den sogenannten Korrektor gespielt. Also hat sich in den Weg gestellt, ganz bewusst. Für 2,08 Meter und 107 Kilo. Ja, also auf jeden Fall hat er das sehr mutig. Ja. Ja, wir begrüßen den Einsatz auf Röndorfer Seite. Es hat sicher wehgetan. So. 3 Punkte, Silic trifft nicht, Vanna Klotscher mit dem Rebound. Wow, das war glaube ich kein absichtlicher Kontakt, aber naja. So, Vanna Klotscher probiert den Block, er slippt dann doch so ein bisschen durch. Und jetzt nehmen sie sich nochmal Zeit. Carter bekommt den von Behnke im 1 gegen 1 gegen Bulic. Jumpshot, nicht drin. Einwurf, Röndorf. Ich finde, das ist gerade auch eine richtig gute Botschaft an den Rest der Liga. Wir haben ja wirklich, wie gesagt, auch alles mitgemacht dieses Jahr. Hohe Niederlagen, unglückliche Niederlagen. Ja. Und jetzt sind wir hier recht souverän in der zweiten Halbzeit und führen deutlich gegen Tabellenführer. Das ist so ein bisschen die Botschaft an den Rest der Liga. Mit uns ist nicht gut Kirschen essen. Müller im Sandwich. Carter mit dem Tipppass. Langer Ball zu Hanselek, der fasst im Aus und Carter rechnet nicht mit dem Körperkontakt und muss den Ball abgeben. Silic wieder gegen Hanselek. Diesmal zieht er vorbei. Über ihm wird es dunkel. Sehr dunkel. Die zwei Großen waren beide da. Er will das Foul, er bekommt es nicht. Hanselek macht wieder schnell und dann tief zu Carter. Ja, das wäre ein krasses Mismatch gewesen.
Und die drei Punkte fallen nicht, aber Westermeier holt den Ball erneut. Foul von. Also ein sehr guter Pfiff hier. Explizit Lob an unseren Ref Oliver. Jermaine hat versucht, an den Ball ranzukommen und mit zwei Händen den Rücken geschoben. Okay. Und das hat der Schiedsrichter sehen und auch ein bisschen mit Verzögerung, aber vollkommen zu Recht abgepfiffen. Ja, Jermaine Carter, drittes persönliches Foul. Ist er schon im Spiel? Was sagst du, so ganz habe ich noch nicht das Gefühl. Nein, Jermaine macht hustelt sehr stark, arbeitet für die Mannschaft. Ja. Die anderen übernehmen gerade die Verantwortung. Er wird kommen und dann sicherlich eine wichtige Rolle übernehmen in der Crunch-Time. Foul von Filipovic, er kann es nicht glauben, will das auf der anderen Seite auch gepfiffen haben. Geht es beim Schiedsrichter nach? Halte ich, weiß nicht. Wechsel auf einen Sullivan. Und Omoyola kommt zurück, haben nur sehr kurze Pause gehabt. Silic geht raus und außerdem Janne Müller. So. Ja, und auch bei den Kangaroos. Nico Lagermann zurück auf dem Feld und Chris Würmseher für Yannick und Jermaine. Bei Jermaine ist es sicher ein Schutzpfiff und bei Yannick ein paar Sekunden Luft sind auch nicht ganz verkehrt. Wanner Klotscher hat den Ball und stellt jetzt den Block. Links der Ball. Foul von Omoyola an Nico Lagermann. Nico lässt sich da nicht vom Tempo beeindrucken. Schützt den Ball gut mit seinem Körper und holt sich das Foul ab. Drei Teamfouls bei den Dragons, vier Teamfouls bei den Kangaroos und noch 3,50 zu spielen. Immer noch beim Spielstand. Oh, viel Kontakt. So, es sind noch 6 Sekunden auf der Uhr. Und da ist ein Foul von der Nummer 1, Halten. Das ist das 4. persönliche von Omoyola. Ja, schauen wir es uns nochmal an. So, hier, da schon viel. Und dann kommt der Pfiff noch nicht. Und jetzt hier, versucht da hinten rumzugehen, da kommt der Pfiff dann. Das ist eine sehr unglückliche Situation gerade. Der Trainer wollte ihn auswechseln. Nee, der hat ihn gerade eingewechselt. Und, ja, aber gerade wieder auswechseln und er hat sich gewundert, dass es sein Foul war. Naja, die Thematik, ich glaube einfach der Fokus war auf ihn. Genau. Er hat da viel Kontakt beim ersten Mal verursacht, vermutlich. Oh, das waren Schritte, das waren Schritte. Das war, liebe Schiedsrichter, wir grüßen die NBA. Das war nicht Zero Step. Das war kein Zero Step, der hatte komplette Ballkontrolle mit beiden Händen und machte dann drei Schritte. Es waren sogar 4 Kontakte. Vier Kontakte. Okay, es waren auf jeden Fall mehr als 2. 4 Kontakte. Und das wäre nicht erlaubt. Ja. Ich beweise heute Expertise in der Regelkunde. Zero Step, Step. Lieber Mike Lippert hier. Mike Lippert hat heute schon ein Spiel gepfiffen, da sage ich aber nichts im Livestream dazu. es war legendär und ich glaube, der Heimatverein von Jakob Hanselek freut sich nicht so darüber. Dass Omoyola immer noch aus dem Feld ist, ist eine Frechheit, lese ich hier gerade. Naja, wir brauchen diese Spieler, die mit Intensität spielen. Einer ist auch Nico Lagermann und der gibt jetzt auch ein paar Worte Richtung Omoyola. Mal sehen, was der zu antworten hat. Sullivan holt sich den Ball, kämpft sich durch. Okay. Und da ist der Foulpfiff clever gemacht, wie er den Kontakt hier sucht. Bin gespannt, ob Wanner Klotscher, Wanner Klotscher bekommt das Foul. Hätten wir auch für Nico geben können, der so ein bisschen einhakt. Gut gemacht von Sullivan gerade, muss man ehrlich sagen, oder? Absolut. Bernhard hatte die Hände schräg. Zwar schon oben, aber schräg und das darf man nach der Regel ja nicht. Das wird als Foul abgepfiffen. Und Sullivan belohnt sich nicht. Immer noch 51 Punkte. Zur Erinnerung, es waren 44 zur Halbzeit. 7 waren es, jetzt sind es 8, die Gäste aus Röndorf hier bisher gemacht haben. Zur Erinnerung, das ist der aktuelle Tabellenführer. Jakob Kuba Hanselek erinnert mich heute, was seine Körpersprache und Ausstrahlung an die Partie
vom letzten Jahr, als er noch als Gast hier mit Karlsruhe aufspielte. Ja, ganz starkes Spiel von ihm. Ganz starkes Spiel und heute auch wieder extrem vertreten überall, Sullivan. Ja. Oh, Bernhard Behnke hat die Hand auf den Ball, aber glaube ich, dann streift er am Unterarm ab. Und das ist halt leider ein Foulpfiff. Das ist von Bernhard das vierte Foul. Deswegen kommt Ole Theis aufs Feld. Der ja mit einer ganz starken ersten Hälfte nebenbei. Nebenbei, Ründorf bleibt Tabellenführer, selbst wenn sie heute verlieren. Denn auf Rang 2 ist Ründorf, ist Erfurt mit 3 Niederlagen. Die können also nicht an Ründorf vorbeiziehen. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. 52 Punkte bleiben und Chris Würmseher erarbeitet sich den Rebound. Wichtig. So. Nico Lagermann am Ball, der bekommt, oh, das sieht er toll, leider einen Tick zu weit der Pass, wunderschön gemacht eigentlich, toll gesehen. Das war ein tolles Anspiel. Ja. Ich glaube, dass Kuba gar nicht mehr so damit gerechnet hat, dass dieser Pass nur ankommt. Ja, ich glaube, er hat schon probiert, aber vielleicht mit so einem hohen Pass hat er nicht gerechnet an der Stelle. Und das Publikum ist da. So. 3-Punkte-Wurf, Filipovic. Ich würde mal sagen Filipovic, aber heißt ja Filipovic. Chris Würmseher macht's wieder schnell. Ja, Ole Theis bremst ein bisschen ab, hat er recht, bevor sie ihm den Ball klauen. Und Sullivan versucht Druck zu machen. Ja, gleich der Rescreen. In der Ecke nicht ganz so einfach mit diesem High. Und 3 Punkte, Lagermann, nein, im Nachfassen hat Bulic den Rebound. Ja, es fällt so ein bisschen auf, Bulic ja am Anfang der Partie ganz stark im Spiel. Jetzt hätte er gern den Ball gehabt, kriegt ihn nicht und foul Janne Müller beim Rebound an Kuba Hanzalek. Und da auch es ein sogenanntes Loose-Ball-Foul war, gibt es 2 Freiwürfe. Ja. Und ich beweise mal wieder hier hohe du Expertise. Du darfst uns gerne auch erklären, was ein Loose-Ball-Foul ist. Ja, im Gegensatz zum Offensivfoul, ja. Richtig, ja, also theoretisch hätte man jetzt sagen können, ein Offensivfoul, es gibt keine Freiwürfe, aber die Gegner hatten den Ball sozusagen schon abgegeben und begehen in dem Moment einen Foul, sind dann also praktisch dann schon in der Verteidigung und deswegen gibt es auch Freiwürfe. Zumindest sind sie nicht mehr eindeutig in der Offense. Richtig. Und das ist der Unterschied. Sind sie eindeutig in der Offense, gibt es nur bei unsportlichen oder technischen Fouls. Richtig. So. Ja. Offensivfoul, Sullivan. Ja, der ist da sehr spät beim Block dran. Macht sein 3. Foul. Und muss man auch ganz klar sagen, nicht so clever vom Bonner Aufbauspieler. Rosic, Marco Rosic. Der da sehr schnell die Richtung ändert und da eigentlich einen Tick zu früh über den Block geht und somit es dann auch ja, eben nicht mehr steuern kann, knallt in den bewegten Block rein. Wanner Klotscher, weiter 2er. Ole Theis bemüht sich sehr um den Rebound, aber Sullivan hat ihn. So, Rosic wieder im Spielaufbau, will schnell machen gegen Theis. Der sucht Sullivan, boxt aus, 3 Punkte Bulic. Gerade sage ich noch, sie finden ihn nicht so richtig, jetzt haben sie ihn. 66, 55 steht es. 11 Punkte sind wir vorne. Aber man merkt so ein bisschen, Röndorf kommt wieder besser ins Spiel, oder was? Richtig, und ja, und sie haben die Taktzahl in der Verteidigung erhöht. Und man hat so ganz leicht die letzten 1,5 Minuten gemerkt, dass wir uns ein bisschen schwerer tun, gute Würfe herauszuarbeiten. Und die Röndorfer wirkten ein bisschen konzentrierter. Das ist jetzt, muss jetzt kein Bruch im Spiel sein, aber wie du vorhin sagtest, Basketball ist jetzt ein Spiel des Up and Downs. Wir hatten jetzt einen riesen Up über fast 10 Minuten. Und es ist immer wichtig, wie schnell du möglicherweise aus so einem Mini-Down jetzt rauskommst. Ich freue mich, wenn unsere Regie uns einblendet. Ich freue mich noch mehr, wenn sie es mir sagen und ich nicht gerade an meinen Fingern kaue.
Ich war so gespannt, dir zuzuhören, Ado, aber du hast natürlich völlig recht an dieser Stelle, ja. So, gut, wir hören gerade, wir werden immer in den Pausen, also Timeouts, Viertelpausen eingeblendet. Ich blamier mich heute dabei in diesen Pausen bis auf die Knochen, habe ich das Gefühl. Regie schlägt vor, dass ich mich im vierten Viertel ausziehe. Wenn wir gegen den Tabellenersten gewinnen, so, technisches Foul gegen Lagermann für Flopping. Für ein bisschen Flopping, aber auch ein bisschen Foul. Filipovic. Es gibt. Nein. Was ist jetzt los? Sie haben beide Nummer 7, deswegen ist es gespannt. Aber ich glaube, es ist. Ja, also nachdem Rosic antreten darf, war es Lagermann, also, der den Pfiff bekommt. Lagermann wurde von Filipovic ein bisschen mitgezogen. Nichts schlimm. Und er hat sie ein bisschen zu arg. Wie soll ich sagen? Ganz ehrlich. Als Coach, das ist das, was du dir nicht wünschst. Du gehst aus der Auszeit raus und dann, das willst du nicht dann haben, anstatt, dass du deinen Angriff spielen kannst, fliegt da das Tee. Genau, absolut nicht die Situation, also, die du haben willst. Ich würde mal sagen, ein Viertel faul, drei Viertel floppig. Ja, also er wollte das doch sehr krass verkaufen. Und wie gesagt, wo viel gehobelte Thais zu meiner Klatsche. Ja, hast du? Du brauchst wieder was reinwerfen hier. Du hattest vorhin so viele Phrasen. Du hast überhaupt nichts gesagt, ich kann nichts dafür. Währenddessen treffen wir von draußen. Und Ballverlust. Ring. Lagermann schnappt sich den Ball mit Filipovic. Da hat er jetzt ein ganz persönliches Ding am Laufen, habe ich das Gefühl. Merz, Omoyola, Lagermann, Filipovic. Wir lieben diese Matchups. Da geht es heiß her. Ne? Vorweihnachtliche Stimmung. Nico und Antonio haben ein ganz exklusives Match hier jetzt. Oh, toller Pass auf Nico. Oh, so. Ole Thais ist groß. So groß ist er nicht. So, Einwurf für die Dragons aus Rhöndorf. Rosic wieder im Spiel. Aber er ist jetzt lang auf dem Feld. In der ersten Halbzeit hat er gefühlt lang nicht so viele Minuten gehabt wie jetzt. Aber das kommt sicher auch durch die vier Fouls von Omoyola. Und der zählt nicht mehr. Kam auch ein bisschen tief. So. Ein überragendes Viertel der Kängurus, finde ich. Und wir haben auch diesen Mini-Tief auch jetzt wieder sehr gut überstanden nach dem Dreier von Westermeier. Ganz wichtiger Dreier, hatte ich das Gefühl, weil der so ein bisschen auch etwas gezeigt hat, wir können auch von draußen werfen. Basti Merz hat ja schon was getroffen, Yannick hatte auch schon einen Dreier, aber so richtig war man im Spiel von außen noch nicht drin, oder? Nein, aber wir waren auch vielseitig, also immer wenn es dann wichtig war, haben wir die wichtigen Würfe getroffen, jetzt auch wieder, als die Rhöndorfer gefühlt etwas dran waren, wieder die Partie wieder etwas enger zu gestalten. Also ich finde, das ist eine richtig gute Leistung, taktisch als auch individuell, Emotionen, Körpersprache, alles ist da, was das Basketballherz begehrt. Die Leute, die heute zahlreich in die Halle gekommen sind, haben wirklich etwas angeboten bekommen. Ja, apropos Halle, wie steht es bei... Wir sollen mal in die Statistik bemühen, was die App sagt zum Spiel, Topspiel der zweiten Regionalliga Mitte. TV Augsburg gegen gegen BG Leitershofen 2, die Young Kangaroos. Ja, ich gucke mal nach. Andere sind im Stream vielleicht schon schneller. So, ja, ich kann leider gar nichts sagen. Die Internetverbindung beim TVA steht nicht. 0-0 steht es da laut App. Wenn jemand für uns irgendwelche Zahlen hat, vielleicht hört ja jemand unseren Stream und guckt das Spiel, schreibt uns doch.
Ja, es steht hier 69-56. Das vierte Viertel hat begonnen. Gründorf mit Einwurf. Sullivan gegen Theis. Zieht über die Baseline, spinnt. Hookshot, der ist kurz. Bulic und Mana Klotscher kämpfen um den Ball. Bulic zuletzt dran. Und Einwurf für die Kangaroos. Und Emanuel Richter steht dran wie der Base. Heißt das Baseman beim Baseball, der immer anzeigt, welcher Wurf als nächstes der Pitcher machen soll? Genauso habe ich das gerade bei Emanuel gesehen, der ganz versteckt da die drei Side, heißt es, glaube ich. Spielen und sie versuchen, Mana Klotscher gegen Bulic zu finden. Sullivan kommt kurz zur Hilfe. Ah, Pass auf Theis gelingt nicht, aber Sullivan hat seine Finger im Spiel. Einwurf für die Kangaroos mit 6 Sekunden auf der Shotclock noch. So dieses Big-Guy-zu-Big-Guy-Spiel, das ist schon sehr, sehr schwer, oder? Weil da sind natürlich viele Hände, große Hände im Spiel. Ist das was, was man suchen sollte? 3 Punkte, Nico Lagermann. And one! Entschuldigung, ich musste dich unterbrechen, aber 3 Punkte, Nico Lagermann und ein and one. Schöner kann es gerade nicht sein. Ja, wir müssen fair bleiben. wir müssen fair bleiben. Für was Ähnliches hat Omoyola einen T-Foul bekommen vorhin. Und das Lagermann hatte deutliches Trash-Talk Richtung Filipovic gerichtet an seinem erfolgreichen Dreier, so sehr wie ich mich darüber freue. Aber fairerweise müsste er jetzt noch einen T-Foul bekommen. Das ich nicht gut finde, aber ich will nur fair bleiben. Und das wird, glaube ich, jetzt gleich nachgeholt. Das T-Foul, das wäre das zweite für Nico Lagermann. Eins hat er nämlich schon für Flopping bekommen. So, aber ich glaube, es geht um was am Kampfgericht. Da steht nämlich unser Anschreiber. Shotblock ist ausgegangen, aber fairerweise. So, ja, und es folgt auch, wie ich es mir gedacht habe, ein zweites T-Foul, was einfach nur fair ist, wenn man ins Regelwerk Konsequenz umsetzt. Ja, vor allem ist es die Linie der Schiedsrichter. Genau. Ne? Sie wäre wirklich gegenüber den Gästen nicht fair. Es gab ein Trash Talk. Ich finde persönlich, man sollte sowas ein bisschen entspannter sehen und vielleicht ein bisschen zulassen. Basketballsport braucht die breiten Massen. Und so, Omoyola jetzt an der Freiwurflinie und dann darf Carter. Richtig. Er ist nämlich für den Lagermann eingewechselt worden, deswegen darf er dann in die Linie. Wie gesagt, also. So. Im Chat geht's auch heiß her. Und jetzt Jermaine Carter kommt für den gerade ausgeschiedenen. Ganz kurz Stopp. Jetzt keinen Fehler machen. Jermaine muss werfen, Basti Merz darf nicht werfen. Keine freie Werferwahl, sondern natürlich der Eingewechselte muss dann die Freiwürfe übernehmen, wenn der andere Spieler ausscheidet, egal aus welchem Grund. In dem Fall macht er den End-One. Und so steht es 73-57. So, Omoyola gegen Basti Merz wieder. Auch ein schönes Duell. Hatten wir in der ersten Hälfte schon. Janne Müller. Fadeaway, nein, Sideaway. Und Basti Merz holt den Rebound nach dem Airball. Macht es schnell. Jermaine Carter postet seinen Gegenspieler ein bisschen ab. Und Schrittfehler. 8:43 noch zu spielen. 16 Punkte vorne. Wer denkt, dass jetzt schon alles passiert ist, der irrt sich, oder Ado? Absolut. Aber wie gesagt, ich hatte da ab der Mitte dieses Viertel wirklich ein sehr gutes Gefühl, was unsere Mannschaft angeht. Wir sind in nahezu allen Belangen, auf allen Positionen besser. Ja. Oh, Jermaine Carter, schnelle Hände. Buxiert den Ball ins Aus. Noch 9 Sekunden auf der Shot Clock. Und so. Ja. Filipovic, Sullivan, Müller, wer macht's? Tolle Verteidigung, toller Rebound von Müller, toller Block. Und es geht weiter, denn der Ball war am Ring. Die 24 haben aus falschem Grund gepiepst, muss man ganz klar sagen. Basti Merz sucht jetzt Mitspieler. Wanner Klotscher hat ihn und
spielt gleich das Pick and Roll mit Westermeier. Tief auf Carter, wieder hoch. 3 Punkte Westermeier, die sind drin. 76-57. Das ist gerade zu einfach, oder? Und der Reaktion des gegnerischen Coaches nach ist die Partie vorbei. Der sitzt. Mit dem Arm am Ohr. Etwas gelangweilt. Foul, Ole Theis. Er ist sicherlich Pilipovic. Hat sich da wehgetan. Ich glaube, der hat den Ellbogen abbekommen. Sicher nicht absichtlich. Sondern Ole Theis geht mit dem Arm runter, um nicht das Foul zu machen. Und erwischt ihn dann genau, weil Pilipovic schon nach vorne geht. Ja. Eigentlich hart im Nehmen. Sucht den Kontakt. So. Und es gibt Einwurf an der Baseline. Und unser Wischer ist im Einsatz. Moritz, der dich letztens toll vertreten hat hier übrigens. Ja. Er schlüpft jetzt in alle Rollen im Verein, habe ich gehört. Demnächst soll er als Physio eingesetzt werden. Also. Pro B Head Coach? Nein, wir sind sehr, sehr froh, dass wir Emanuel haben. Wir müssen sehen, wenn du sagst, alle Rollen, muss ich jetzt nur nachfragen. Bis auf die Stelle. Bis auf die Stelle. Weil die ist sehr gut besetzt, finde ich. Muss ich jetzt mal an der Stelle klar sagen. Und Omoyola mit tollem Passfake und dann schließt er ab gegen 3. Der nimmt jetzt ein bisschen das Heft in die Hand. Das ist auch bitter nötig. 17 Punkte sind die Kangaroos vorne. Und ja, Ründorfs Head Coach fällt gerade nicht so viel ein. Habe ich das Gefühl. Ja, 2 Punkte, Werner Klotscher. Theis mit dem Rebound und Schrittfehler. Geht da hoch, vergisst zu werfen. Nein, vergisst es natürlich nicht. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht, dass die Hand von Salomon doch so nah war. Ja, er wurde auch ein bisschen geblockt. Ja. Aber gut. Aber Ole ist ein Typ, den du in der Mannschaft haben willst. Ja. Und muss natürlich auch sagen, ganz wichtiger Rebound gerade auch nochmal. Selbst wenn er danach die Punkte nicht macht. Aber das war schon so ein mentaler Gewinn, hier noch nachzuarbeiten. Eigentlich Röndorf ja auch mit sehr starken Inside-Spielern. Bulic, Sullivan und jetzt Omoyola. Der probiert es erneut. Kampf um den Rebound. Werner Klotscher hat das Ding. Und Westermeier spielt jetzt schon etwas besonnener nach vorne. Ole Theis mit dem Screen. Rollt ab. Und Pass. Einwurf. Kangaroos. Erneut die Finger von Sullivan. Wohl zuletzt dran. Ich frage jetzt einfach mal, du als Experte, wenn du Coach der Dragons wärst, ohne Ahnung zu haben, was die gerade trainieren, aber Defense umstellen, in der Offense mehr die Go-To-Guys suchen, was wäre jetzt dein Mittel? Ja gut, du musst natürlich jetzt ganz viele Stops produzieren, wenn sie irgendeine Presse im Werkzeugkoffer haben, dann... Sollten Sie die jetzt auspacken, möglicherweise? Hammer, vielleicht Zange, Schraubenzieher, Presse. Zone spielen, einen Spieler einwechseln, einen neuen. Aber dieses Luxus hat der nicht. Die sind ja nur zu 8 angereist. Mhm. So. Im Chat wird darüber diskutiert. Anscheinend gab es eine Fanreaktion auf Pilipovics Verletzung. Habe ich leider nicht mitbekommen, muss ich zugeben. Von unserer Seite vielleicht auch ein bisschen schlecht zu sehen. Wir haben da so eine Säule vor uns, die Fans, die direkt von Pilipovic waren. Kann ich nicht sehen an dieser Stelle. 3 Punkte, Silic nicht drin. Kampf um den Rebound, Sullivan hat ihn. Oh, da war viel Kontakt. Da war viel Kontakt von Werner Klotscher. Trotzdem wird nur auf Ausball entschieden. So, Missverständnis, Ball geht ins Aus. Marko Rosic. Ja, man sieht jetzt den Frust in der Körpersprache, habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Ründorf. Denn solche Bälle darf es nicht hergeben, ne? Ründorfer Coach unterhält sich mit seinem Co-Trainer. Ja. Wie gesagt, das, was ich schon vor
ja, fast 10 Minuten angekündigt habe, tritt so langsam ein. Ich glaube, dass die Röndorfer sich innerlich von dieser Partie verabschieden. Die betreiben jetzt ein bisschen Ergebniskosmetik, aber... Aber haben die sich aufgegeben? Ich muss sie jetzt so blöd fragen. Entschuldigung, 6 Minuten noch zu spielen. Klar, 17 Punkte ist ein Brett, aber es ist machbar, oder? 3 Punkte Pilipovic, schon sind es 14. Ja, und Auszeit. Du wirst es mir nicht glauben. Ich wollte gerade aussprechen, wenn sie jetzt scoren, der Coach steht auf, ja, kommt dann Ruck durch die Mannschaft. Pilipovic trifft den Dreier, der Coach steht, wir nehmen eine Auszeit. Ja, wir schlummern so ein bisschen von Sinn, wollte ich gerade sagen. Richtig, ne? der Manuel spürt das. Filipovic, ja, mit dem wichtigen Dreier, der Coach der Gegner steht wieder auf. Wir kassieren einen einfachen Dreier. Emanuel trifft eine super Entscheidung, indem er Auszeit nimmt, weckt jetzt die Spieler wieder, versucht den wieder einzutrichtern, worum es geht. Ich habe erst gestern etwas gelesen. Sie haben eine Studie im College Basketball durchgeführt, dass Mannschaften, die eine Motivation Speech gesagt bekommen haben während der Partie oder vor der Partie, zum Teil erfolgreicher sind als die Mannschaft, bei denen es nur um die Taktik ging. Weil ich glaube, dass jetzt unsere Mannschaft einfach nur einen Weckruf braucht. Ja. Einfach nochmal Gas zu geben. Spielerisch haben wir bisher total überzeugt. In allen Belangen sind wir besser als die Gäste. Jetzt braucht es wieder die Körpersprache, jetzt braucht es wieder Attitude und dann ist das Ding hier, dann ist die Messe gelesen, um den nächsten Phrasen hier rauszuhauen. Hau mal nochmal ein Ding hier rein, hier. So. Dankeschön. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, du stalkst mich auf Instagram, weil du gerade die Studie erwähnt hast, die in den Storys heute. 3 Punkte Hanselek, nicht erfolgreich. Ball im Aus, Einwurf. Kängurus, Pilipovic kann es nicht glauben, Sullivan kann es nicht glauben. Sagen aber, da hat noch Werner Klotscher uns die Hand nach vorne gehauen. Einwurf Kängurus. Jetzt sind wir ein bisschen quitt. So, Hanselek beim Einwurf. Basti Merz bekommt 2 Blöcke gestellt. Als nächstes Yannick Westermeier, der kriegt den Ball. Sofort schnelles Pick and Roll mit Werner Klotscher. Der ist unten, hat das 1 gegen 1 gegen Pilipovic. Sullivan soll da helfen. Jetzt hat Carter das 1 gegen 1. Der dreht sich schnell. Schade, Schrittfehler. Schrittfehler. Ja. 14 Punkte, 5 Minuten 18 noch zu spielen. Die Gäste erst mit einem Teamfoul. Müssen sie sich da langsam ein bisschen drum kümmern? Vielleicht brauchen sie noch einen Stop the Clock, oder? 3 Punkte Omoyola. Sitzen nicht, aber Sullivan holt den Rebound. Kämpft gegen Werner Klotscher. Viel Kontakt von Werner Klotscher. Dementsprechend der Foulpfiff. Reinfällt das Ding nicht. Es ist, finde ich, wichtig gewesen, dass Omoyola jetzt nicht getroffen hat. Auch wenn wir den Rebound abgegeben haben. Das hat nochmal für den Gästen vielleicht für einen Schwung gesorgt. So musste sich Sullivan, der bisher mittelmäßig geworfen hat, von der Freiwurflinie die Punkte erstmal verdienen. Ja. Ja. Der fällt aber. So. Schauen wir mal ein bisschen bei Röndorf auf die Punkteverteilung. Omoyola mit 15, Bulic 16, Pilipovic 14, Sullivan 6 und aber 0 von 4 Dreier, 2 von 10 aus dem Feld insgesamt. Während du die Statistiken unseren Zuschauern präsentiert hast, gab es einen Offensiv-Rebound von Silic. Ja. Und ein Silic, sorry. Ja. Und einen Foul von Bernhard Werner Klotscher, sein viertes. Ja, Bernhard Binke zurück auf dem Feld deswegen. Und Silic macht die Freiwürfe. Ja. Schönen Gruß an VMM-Medien aus Augsburg. Bitte verwendet. Ja, auch der zweite ist drin. Es sind noch 11 Punkte, 5 Minuten 1 zu spielen. Ja, das könnte noch ein heißes Ding werden. Das ist der Tabellenführer und zwar nicht ohne Grund. Jetzt haben sie diese Presse ausgepackt, versuchen Westermeier zu stoppen. 3 schnelle Punkte von Basti Merz. Nein, die sind es nicht. Bernhard Behnke fasst nach, hat den Rebound auch nicht. Stattdessen an den Pilipovic. Heieiei. Hei.
So, Hanzalek gegen Rosic. Rosic holt den Kontakt, kann den nicht nutzen. Da fehlen ihm ein paar Kilo gegen Hanzalek. So, und der jetzt sieht im 1 gegen 1 auf der anderen Seite. Ja, jetzt müssen sie natürlich Druck machen. Oh, Missverständnis. Aber die Finger von Pilipovic dazwischen, der ärgert sich. Auch in. So, da sehen wir es nochmal. Auch in Röndorf kennt man. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich die Finger von Pilipovic waren. Ja, das ist jetzt schwierig zu entscheiden. Ja, aber ich habe nur gerade das Replay gesehen. Und Westermeier, High Pick and Roll mit Behnke. Der beim Offensiv-Rebound jetzt. Aber Müller, nein, Silic holt den Rebound. Und Omoyola gegen Westermeier. Carter kann Omoyola nicht stoppen. Es sind noch 9, 3,51. Wird es eine Zitterpartie? Ich hoffe nicht, sonst. Ja, Ballverlust. Silic clever gegen Hanzalek. Jetzt ich sag dir, ich sag jetzt dir das ganz ungern, aber Richter geben. Muss es. Soll muss es. Scoren? 1 gegen 1. Omoyola zieht auf rechts, zieht das Foul gegen Basti Merz. Der weiß nicht so recht, was er da machen soll. Toller Richtungswechsel von Omoyola. Ja, absolut. Hitziges Duell. Richter zieht seine Entscheidung mit dem Timeout doch mal erstmal zurück. Es gab keinen Punkt aus dem Spiel. Es gibt erstmal Freiwürfe. Die Uhr steht. Das spielt natürlich, für die Gäste. Die Tatsache, dass die Uhr steht. Die können eine stehende Uhr scoren. So. Und ich werde jetzt als Experte in Frage gestellt, weil ich dieses Spiel als entschieden schon. Ja, aber dafür mögen wir dich, dass du auch manchmal einfach Prognosen triffst. Ne? Ja, ich habe mich gegen getraut. Bayern, gegen Bayern haben wir auch schon gewonnen. Ich ne? habe agil reagiert. Und so, zweiter Auftritt. Es sind noch 7. 76, 69. Ja. Röndorf wittert Morgenluft. Wanner Klotscher soll zurückkommen. Mit 4 Fouls allerdings. Für Hanzalek. Und damit werden wir etwas größer. Ne? Westermeier und Basti Merz, die Guards auf dem Feld. Carter auf der 3. Behnke auf der 4. Wanner Klotscher auf der 5. Und sie machen Druck. Aber zumindest habe ich mit der Presse recht behalten. Die pressen jetzt über das ganze Feld. Ja. Was mir gerade auffällt, ist, wir haben jetzt wirklich ganz schön Schwierigkeiten gegen diese Defensive. Foul. Sullivan kann es nicht glauben, aber das war schon ein ganz klares Foul. Da springt er nach vorne, hat auch keine, nie irgendeine Defensivstellung gehabt. Ist sein 4. Ja. Omoyola und Sullivan jetzt beide mit 4. Bei uns sind es Behnke, Merz und Wanner Klotscher mit jeweils 4. Und Wanner Klotscher bleibt cool an der Linie. 77, 69, 3 Minuten 13 noch zu spielen. Wir haben schon Teamfouls. Röndorf noch nicht, erst 2 Teamfouls. Ja, und wenn das Spiel spannend bleibt und sie knapp hinten sind, werden sie das eventuell brauchen. Kick nach oben. Sullivan von der Freiwurflinie. Ah, auch im Spiel ist das nicht seine Wurfdistanz. So, Carter hat den Ball. Überlegt kurz, aber entscheidet sich dann doch, ein paar Sekunden mehr von der Uhr nehmen zu dürfen. Pilipovic gegen Westermeier. Das ist nicht unbedingt das perfekte Matchup. Jawohl. Omoyola gegen Behnke. Gibt er sein 4. Oh, Schrittefehler. Ja. Da hat sich der Janik ein bisschen zu früh gefreut über den. Ja, er dachte, er wirft, dann doch nicht. Und dann war es halt schon ein Kontakt zu viel, um noch loszudribbeln. Und ich glaube, da. Die Dragons haben jetzt ihr Timeout genommen. Nein, Gagarus. Ja. Du hast vorhin was angesprochen, das muss ich jetzt mal ansprechen, weil ich denke gerade immer noch über diesen Schrittfehler nach. Und zwar der Zero Step. Yannick kommt in der Bewegung, damit ist der erste Kontakt Zero. Dann fädelt er ein, tap, tap. 1-2. Und dann hat er doch eigentlich ja, das Standbein und das andere beweglich. Echt? Das darf er doch den Sternschritt machen. Falls wir hier Regelexperten im Chat haben, Addo als sich nicht sicher. Ich hätte da jetzt auf Schritte gepfiffen. Der hat durch diesen
Der hat sich selbst ein bisschen in eine unsichere Situation gebracht mit dem Pumpfake. Ja, aber die Regel ist die Regel. Ich lege mich fest, es waren Schrittfehler. Also du und ich fest. Ich lege mich fest, es waren keine Schrittfehler. Da ich leider kein Replay habe. Nein, der Schiedsrichter stand direkt davor, der hat es vielleicht noch besser gesehen als wir. Aber Gott, reden wir heute viel über Regeln. Ich will nicht über Regeln reden. Ich bin der Regelexperte in Bayerisch Schwaben. Das ist Mike. Immer noch. Gott, Mike, du musst halt so leiden mit uns. Ne? Aber das ist schon so ein schweres Spiel heute. Hey, ja, zum dritten Mal. Zum dritten Mal. So, das Timeout ist rum. 2:41 noch zu spielen. 78-69. Omoyola gegen Merz. Das Matchup wieder. Mana Klotscher hilft aus. Omoyola spricht ab. Bulic für drei. Die sind nicht drin. Westermeier holt den Rebound. Macht schnell und bricht dann dort noch ab. Ja, wir haben Zeit. Muss natürlich jetzt das Credo sein. Carter am Ball. 1-1 gegen Sullivan. Das ist Einwurf für... Ich habe es nicht sehen können, aber ich glaube für Rindorf. So, Omoyola Merz wieder. Tolles Matchup heute. Tolles Matchup. Ja, leichte Vorteile für Omoyola auch jetzt hier wieder. Aber diesmal ist Wanda Klotscher zur Stelle. Zu früh gefreut. Und Carter im 1-1 gegen Bulic. Nachfassen. Carter hat ihn erneut. Passt raus. Passt ihm. Oh, Foul. Das fünfte Foul. Aber so klar von hinten haut er in den Arm. Ja, er kann es nicht glauben. Aber das war keine clevere Aktion. Wir schauen es uns nochmal an. Ja, Basti Merz bekommt von hinten, kommt er, zack, und da zieht er den linken Arm runter. Ja, fünftes Foul Omoyola. Erst geblockt, dann das fünfte Foul. Und damit kommt für ihn zurück aufs Feld die Nummer 26, Cilic. Aber er beendet das Spiel auf der Bank und nicht in der Kabine. Den Trainer haben wir noch. Den Trainer haben wir noch. Der hat die Bande in mir getreten. Das haben die Schiedsrichter nicht gesehen. Die Banden brauchen wir noch. Lieber Trainer, wir haben nicht so viel Geld. Wir machen die selber. Vor allem brauchen wir die H&GVR Bank aus Augsburg. Ja, wir brauchen auch das Geld von denen, weil sonst wird ganz das hier nicht. Dringend. Die, ja, Bank vor die unterstützt uns seit Jahren. Wir sind da sehr seit dankbar für. Seit Jahrzehnten. Und bitte hört nicht auf, nur weil Gästetrainer gegen eure Bande treten. So, alle drei gemacht. 81-69. Es sind wieder 12 bei 1:52 noch zu spielen. Cilic findet Sullivan. Und jetzt Sullivan im Pick and Roll. Hat Vorteil beim Rebound, aber Westermeier ist da. So, und sie jagen ihn. Carter hat den Ball. Ja, dribbelt ganz tief, sucht den langen Pass. Da steht Merz. Der wirft, der trifft nicht, aber beim Rebound ist Carter erneut dabei. Und wir haben die extra Offense. 1:27, 12 Punkte vorne. So, Bulic macht das Foul und ich glaube, er macht es mit Absicht, weil sie brauchen diese Teamfouls jetzt dann, um uns an die Linie zu zwingen, um die Zeit zu stoppen. So. Bulic nebenbei mit seinem vierten Foul. Übrigens, das war ein viel weniger Foul als damals gegen Ulm. Nur mal so zur Erinnerung. Hast du deinen Pfiff vermisst? Ein bisschen. Ja. So, Basti Merz. Behnke. Ja, wir spielen jetzt klein-klein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Immer wieder nach rechts. Sullivan, das Foul will er nicht. Das ist nämlich das sein fünftes. So, und damit muss auch dieser Wechsel und zurückkommt der Debütant Simon Zieger. Vielleicht kann er auch ein paar Punkte machen. Ja, wir würden es ihm gönnen. Er hat noch keinen Wurf. Eben. Ja. Ein Foul, ein Turnover. Und Basti Merz erneut an die. Basti Merz ein bisschen als der heimliche Sieger heute, also der heimliche MVP also er ist, vielleicht. Ich finde, er ist einfach extrem cool geblieben, als dieses Matchup gegen Omoyola für ihn auch erstmal nicht gut aussah. Er hat das immer wieder gechallenged. Das Team war auch da, wie jetzt zuletzt, als dann Wanner Klotscher blockt.
Da haben sie einfach weitergemacht. Filipovic mit dem Dreier, diesmal zu lang. Vanaklodzja mit dem Rebound. Und jetzt lege ich mich fest. Das war's. Puh. Da bin ich aber jetzt froh. Zuerst mal, dass wir Kangaroos gewinnen hier gegen Tabellenführer. Ja. Der Winter hat die Drachen kühl gestellt in Schottbergen. Ja, kein und Drachenfeuer hier. Vor allem bin ich aber froh, dass ich meinen Expertenplatz hier beibehalten darf, weil ich mir schon vor 16 Minuten festgelegt habe, dass wir gewinnen werden. Ja, Einwurf für die Dragons. Zur Not können wir ja tauschen. Du machst Kommentator und ich Experte, wenn wir mal tatsächlich falsch liegen sollten. Du hast ja auch schon gesagt, wir gewinnen am Donnerstag gegen Bayern. Ich nehme dich dabei da lege ich mich fest. Ist es nicht ungewohnt, so ein Abendspiel im Audi Dome? Ja, absolut. Ich glaube, ich werde da dabei sein. Du wirst da dabei sein. Ja. Ja. So. So, die letzten Sekunden laufen. Ja, wir müssen den Ball noch einmal abgeben. Und ja, müssen wir tatsächlich. Genau, ja, wir haben vielleicht ein mit einem schönen Dunking von Jermaine Carter. Das bin ich. No. Ja, durchgesteckt. Rebound, aber wir müssen Ball nicht mehr abgeben. Wir können auch einen Offensiv-Rebound holen. Und sehr fair von unseren Jungs, nicht mehr geworfen. So. Grüße gehen raus an die Gäste, an die Fans, die zugeguckt haben. Ich hoffe, ihr versteht es, dass wir nicht neutral geblieben sind. Ihr habt trotzdem ein tolles Spiel geliefert. Ja, ohne eure zwei Go-To-Guys natürlich ein ganzes Stück schwerer. Absolut. Muss man, habe ich zwei, dreimal schon erwähnt, was du, als du ihn gefragt hast, was vermissen die Röndorfer. Da habe ich gesagt, der Therese Blunt und Badou Buck und den Mamadou Diallo und den Jacobs Beck. Also die waren heute schon ersatzgeschwächt angereist, haben einen tollen Kampf geliefert. Es war emotional, es war alles dabei, aber man sieht, das ist auch Basketball. Die Spieler klatschen ab, legen sich den Armen teilweise, das ist abgehakt, was davor war. Es wird nicht wie bei anderen Randsportarten, die man aus Deutschland kennt, noch irgendwie nachgehackt und gequatscht und sonst was gemacht. Die Geschichte ist vorbei. Wir haben verdient gewonnen. Ich finde, wir waren in allen Belangen besser. Super gecoacht, super individuelle Leistung. Dreier ist dann gesessen, als es wichtig war. Big Mans haben richtig tolle Arbeit geleistet. Jakob und Yannick mit ganz wenigen Turnovers. Ja. Gefühlt waren es heute einstellig. Ich kann dir mal ein paar Statistiken geben, genau, wenn du schon so danach fragst. Also, wir hatten 15 Turnovers, das wolltest du jetzt wissen. Einstellig war es nicht. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt mal die zwei hast, du hast ja den Yannick und den Jakob. Jakob mit 4, Yannick mit 3. Klar, sie hatten viel den Ball und dementsprechend haben sie natürlich auch die meisten. Das Team wird hier zurecht gefeuert. Bei den Rebounds hatten wir 43. Unseren Schnitt. Und das ist sicher der Unterschied. Röndorf eben 27. Genau, das ist 13 unter ihrem Schnitt. Ja, da hilft es auch nicht, dass sie nur 10 Turnover hatten. Ja. Und dann auch ein paar weitere Zahlen. 48% hat Röndorf getroffen aus dem Zweierbereich. 25% hat Röndorf getroffen aus dem Dreierbereich, 7 von 28. Alles und 69% hat Röndorf getroffen. Alle drei von der Freiwurflinie und alle drei Zahlen sind eben nicht so stark. Eher zum Vergleich mal. Unterschiedlich. Unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. 32% haben die Kängurus getroffen von der Dreierlinie, nämlich 8 von 25. Das ist auch stärker, als wir sonst schießen. Genau, ein bisschen stärker, als wir sonst schießen. Wir sind diese Saison nicht so stark. 1%. 1% drüber, schau. Ja. 63% haben wir getroffen von der Zweier. Und das aus dem Zweierbereich. Und das ist sensationell gegenüber dem letzten Spiel in Schwenningen, wo wir nur 25%. 38 von 10 Würfeln nun getroffen haben. Sehr, sehr tolle Steigerung. Und das ist das, was ich dir gesagt habe. Ich war die Woche zwei, drei Mal kurz da. Da passt alles. Ja. Da passt alles in der Mannschaft, passt alles. So, jetzt kommen wir noch zu einem. 84% haben wir getroffen. Von der Freiwurflinie. Und das ist schon sensationell. Sehr, sehr stark. Sehr genau. Stark. So, das einfach mal nur so. Die Zahlen belegen das, was wir beide gesagt haben. Wir haben wirklich eine gute Partie abgeliefert. Ja. Ich möchte noch eine Zahl hinterher liefern. Das ist für mich die beeindruckendste. Röndorf mit 7 Assists und wir, was glaubst du, wie viele Assists hatten die Kangaroos? Ich würde mal sagen mit 14. 14? Ja. Nein, 20. Wow.
fast dreimal so viel. Der Ball lief aber auch wirklich sehr gut. Wow. Gerade auch diese Inside-Anspiele mit direkten Abschlüssen. Wow, man könnte sich sogar, also als ob das Tabellenführer-Stats sind, die du mir vorgelegt hast von den Kangaroos. Naja. Hallo, liebe FC Bayern-Fans, die es gibt. Wir kommen am Donnerstag vorbei und holen uns die Punkte. Es läuft gerade hier im Hintergrund. We ready, we ready. Und alle am Zuhause, ihr mögt es mir entschuldigen, dass ich hier zu singen anfange. Aber es ist natürlich sensationell für unsere Kangaroos. Ja. Kanga Rudy hat sehr viel Glück gebracht. Ich lege mich jetzt fest, um dich zu zitieren. Nein, wir sind natürlich immer noch sehr, wir freuen uns, wenn ihr hier Vorschläge für unser Maskottchen habt. Wie könnten wir es denn nennen? Nein, er heißt Rudy. Es steht fest, der ja, mein Name Geschäftsführer, ist Rudy. Geschäftsführer der Kangaroos GmbH, sein Sohn, Moritz Moser, hat mir das dem Geschäftsführer der Kangaroos GmbH, sein Sohn. Ja, habe ich das grammatikalisch richtig? Ja, hervorragend. Schwäbisch. Einwandfrei Schwäbisch. Jedenfalls, Entschuldigung. Der hat mir vorhin mitgeteilt, dass das Maskottchen Rudy heißt. Ja, Kanga Rudy. Ich glaube aber, dass für meinen Geschmack sind seine Ohren ein bisschen zu teuflisch und ein bisschen eher so wie so ein spanischer Bulle. Wir sind die Bad Guys hier. Ja. Wir sind die Bad Guys. Aber wenn du auf unser Logo guckst, ja, auch da im Vergleich zum Logo der Vorjahre, sind die Ohren etwas böser geworden. Ja. Wir wollen nicht wieder Neunter werden, sage ich einfach. Nein, nur. Wir wollen nicht Neunter werden. Wir wollen keine Seitenscheitelspieler hier haben. Wir wollen Typen, die sich das holen. Seitenscheitelspieler. Ja. Wir wollen Leute mit Edgar-Frisur. Wir wollen Edgar Katz hier. Okay? Edgar Katz. Wir wollen Edgar Katz, keine Seitenscheitel. Okay. Liebe Fans, vielen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ja, nimm deine Brezel mit. Interviews. Du hast schon zu viel Bier, du musst mal eine Brezel. Nein, das war kein Bier, das war natürlich Apfelschorle von unserem Sponsor. Ich dachte, es war Hasenbräu Kellerbier. Ja, Hasenbräu produziert auch ganz leckere Apfelschorle. Ach so. Entschuldigung. Gleich gibt es Interviews mit unserem Coach. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf alle Interviewgäste. Liebe Fans, danke euch fürs Zuschalten heute. Und wir legen uns fest, gegen Bayern haben wir schon gewonnen. Wir sehen uns in der Halle. Schönen Gruß geht an. Nein, gegen Bayern haben wir natürlich nicht gewonnen. Es lohnt sich, das anzugucken. Auch ein Derby. Bayern München 2 gegen die Hessen Kangaroos. Und ich glaube. Und also, by the way, nicht im Audidom. Nicht im Audidom, sondern. Nein, in dem BMW. Oder BMW-Welt. Entschuldigung, was sage ich denn? Was auch immer. BMW-Park. Ja. BMW-Park. Mein Gott. Ich habe diesen Wechsel immer noch nicht hinbekommen, obwohl ich weder Audi noch BMW fahre. Sondern natürlich eines der anderen hervorragenden Modelle von Opel, VW, Peugeot, Fiat oder sonst wen. Wir dürfen keine Schleichwerbung. Wir machen nur offizielle Werbung für unsere tollen Sponsoren wie Hasenbräu mit seiner tollen Apfelschorle und seinem hervorragenden Kellerbier. Ja, genau. Und Hessing. Hessing VR Hessing Bank, Klinik, schon alles die, gesagt. Die wirklich hier tolle... Naja, alle sind fit. Ich muss mal das hier sagen. Ne? Brauchen wir den Sponsor überhaupt? Es sind ja alle fit. Nein, genau deswegen. Weil wir tolle... Also, auch tolles Physiopersonal, tolle medizinische Unterstützung haben, waren eben heute zum Spiel gegen den Tabellenführer alle wieder fit, auch unser Yannick. Und dementsprechend. Ich übergebe an Emanuel, unser Erfolgscoach. Emanuel, du kommst gerade rechtzeitig. Wir hätten uns fast um Kopf und Kragen hier geredet. Deswegen begrüße ich dich ganz herzlich hier und gratuliere dir von Herzen. Sensationelle Leistung, die ihr da gebracht habt. Und wir müssen es ganz, ich beginne damit. Wir müssen ganz klar eines sagen. Wir waren begeistert von deinem Timeout bei dem Dreier von Pilipovic. Mega, ganz, ganz wichtig, oder? Danke, danke. Es war wichtig. Es war wichtig. Warum? Weil ich wollte keine Chance Ründorf geben, dass sie zurückkommen. Keine einzige Chance. Wir haben, also wir, die Jungs haben
in der Perfektion unser Gameplan gespielt. Und dieses Sieg ist von den Jungs. Ich habe einfach Informationen gegeben. Die haben sich perfekt gehalten, hundertprozentig. Waren ein, zwei Sachen, die wir dann noch im Timeout besprechen mussten. Aber sonst, wir haben mit Herz, mit Energie, mit einem Fokus gespielt. Und bin stolz auf meine Jungs. Kannst du sein. War ja, also ein bisschen lag die Überraschung in der Luft. Ich habe es euch angemerkt, so vor dem Spiel. Ihr wart heiß, ihr wart fokussiert. War eine gute Woche, glaube ich auch, oder? Ja, war vor allem eine sehr, sehr, sehr gute Woche im Training. Mein Mentor Steven Klaus war dieses Wochenende hier bei mir und er hat auch gesagt, überragend, wie die Jungs am Freitag fokussiert waren. Und genauso wie du in der Woche trainierst, dann spielst du auch am Wochenende. Ja, ja. So, ist natürlich so ein Spiel. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Ado auch, Röndorf hat gar keinen Weg mehr reingefunden. Ihr habt denen wirklich alle Möglichkeiten genommen. Wayne hat es vorher angesprochen, so defensiv wird es entschieden. Es waren natürlich auch ein paar wirklich Big Points von eurer Seite dabei, aber es war schon einfach so, dass ihr habt die Würfe ziemlich schwer gemacht. Oder kann man sagen, war das ganz klare Ziel? Klares Ziel war zumindest ein bisschen versuchen, Omojola zu stoppen, weil er kreiert für die ganze Mannschaft offene Dreier. Ja. Das haben wir teilweise sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen alle Würfe, die gekommen sind, waren einfach von einem Dribble und waren nicht einfach Catch and Shoot. Und das war unser Ziel und heute hat es wunderbar funktioniert. Basti Merz hat richtig, richtig gut verteidigt an Omojola. Hansalek genauso. Und das war unser Gameplay. Das heißt, es war auch durchaus einfach, ihr seid dieses Risiko eingegangen, der kriegt lieber mal einen Layup in vollem Tempo, als dass er nochmal den offenen Mitspieler anspielt. Nee, er kriegt lieber einen Dreier selber mit Dribble, ja, als dass er mit Penetration die Hilfe provoziert und dann sind die Shooters komplett alleine. Aber auch da habt ihr ja gar nicht immer auf die Hilfe gesetzt, sondern gesagt, okay, löst es. Ja? Egal ob Basti, ob Kuba, beide waren da auch stark in der Verantwortung, den eben doch in den Speed zu bekommen, wo er keinen lockeren Pass mehr spielen kann. Ja du, also erst auch Respekt an Ründer. Ja. Die haben überragende Spieler wie Omojola, Bulic, Sullivan, also Pilipovic, alle mit Pro A oder sogar BBL Erfahrung. Sehr gut gecoacht. Deswegen ist dieser Sieg für mich noch schöner, weil gegen so eine Mannschaft zu gewinnen zu Hause vor so eine tolle Halle, tolle Kulisse, muss ich sagen, es war richtig laut. Das war richtig laut. Vor allem, wenn ein paar Pfiffe, sagen wir mal 50-50, waren gegen uns. Ja, das Publikum war da, auch als es die Mannschaft das Publikum gebraucht hat, weil man eben in der Vergangenheit ist es uns ja auch schon passiert. Da kommt ein Pfiff, den wir nicht so sehen und dann hängen wir so ein bisschen durch. Heute Publikum, bam, voll da und wir haben die Competition aufgenommen. Ganz starke Aktion fand ich da, eure Defense direkt, nachdem es die Diskussion um war Silic dran oder war Silic nicht dran, gab. Publikum, alle aufgestanden, richtig laut, tolle defensive Unterstützung danach und ihr habt, glaube ich, dreimal wirklich erfolgreich verteidigt. Es ist gar nicht so einfach, dreimal in Folge erfolgreich zu verteidigen, ist ja eine sehr starke Leistung. Ja. Ja. Das ist alles in Konzentration und Fokus und die Jungs waren heute überragend. Ja, genau. Absolut, also wirklich stark gespielt. Eine Statistik, also zwei stechen hervor, die 43 Rebounds gegenüber den 27, aber eine andere gefällt mir noch viel besser. 20 Assists. Mhm. Toll, oder? Wir haben als Team gut gespielt. Wir haben Hard Hedge oder Show gegen unsere Guards gemacht. Und wir haben Lösungen gefunden. Es ist nicht immer so, muss man sagen, weil Schwenninger hat zum Beispiel letztes Wochenende genauso gespielt. Ja. Aber wir haben gelernt. Wir haben von dem Spiel gelernt und heute waren wir noch mehr bereit. War Schwenningen dann sowas wie die ideale Vorbereitung für dieses Spiel? Tatsächlich schon. Tatsächlich schon, ja. Ja, muss ja manchmal auch gut laufen vom Spielplan her, ne? Ja. Und man weiß das ja nicht vorher, mit welcher Taktik so ein Team dann kommt. Ja. Genau. Jetzt, ich blicke noch ein bisschen nach vorne natürlich. Donnerstag beim FC Bayern. Ja.
im BMW-Park. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn da viele Fans kommen, um uns zu unterstützen, oder? Hoffentlich. Ich arbeite dann auch in München, deswegen hoffentlich. Du hast die kürzeste Anreise, aber kannst halt auch erst spät kommen, ne? Ja, und tatsächlich werde ich arbeiten und direkt zum Spiel gehen. Puh, ich hoffe, der Kaffee bei euch ist gut und du bist dann top drauf. Im BMW-Park ist keine Sorge, es sind alle motiviert. Ja, das ist natürlich immer, das ist ein Derby. Ne? FC Bayern, allein der Name motiviert schon so ein bisschen extra. Auf der gegnerischen Bank ist dann ganz, ganz erfahrener Muki Mutapcic. Ja, und das wird eine Ehre für mich, tatsächlich den Mutapcic zu coachen. So ein toller Trainer, der schon der deutsche Meister geworden ist, glaube ich zweimal sogar. Nationaltrainer schon mal. Nationaltrainer, Coach of the Year im BBL. Kann man auch. Ja, die Liste ist lang, ich weiß. Und Bayern München hat auch eine tolle Mannschaft dieses Jahr mit Radončić, Kalou und Kapchenko. Und wir müssen uns gut vorbereiten. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass alle drei spielen werden. Oder Radončić vielleicht bei der Euroleague dabei? Wir werden uns vorbereiten, wie das Radončić spielt. Ja. Alle drei könnten spielen, deswegen müssen wir uns so vorbereiten. Das weißt du ja bei diesen Farm-Teams, das ist immer so ein blöder Begriff, aber Röndorf ja auch, ja, da sind halt dann mal Spieler auch bei der ersten Liga dabei oder bei der Euroleague eben eventuell. Das weiß man ja nie so genau. Aber die individuelle Klasse ist natürlich hoch, taktisch werden sie gut eingestellt sein. Ja, besser geht es nicht, taktisch eingestellt mit so einem Coach. Ja. Die Spieler sind auch überragend, deswegen. Es wird, glaube ich, ein sehr schönes Spiel für die Zuschauer. Bayern spielt sehr schnell auch, wir versuchen auch schnell zu spielen. Und deswegen hoffentlich kommen ein paar Fans auch dabei. Ja, wir würden uns freuen. Um wie viel Uhr geht's los? 19.30 Uhr. 19.30 Uhr im BMW-Park. Für alle kurze Info, da gibt es direkt Parkplätze auf der anderen Straßenseite quasi. Es gibt genug Sitzplätze, das können wir sagen. Und ja, machen wir es doch zu unserem Wohnzimmer am Donnerstag, hätte ich gesagt. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn da viele dabei wären von euch. Hoffentlich. Ja, danke Emanuel. Glückwunsch nochmal. Grüß das Team von mir. Wir waren sehr begeistert von euch heute. Mach ich. Ciao, Mama. So, da kommt Basti Merz zu mir. So, Basti. Schön, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen, Basti. Ja. Gratulation erstmal. Danke. Ganz, ganz toller, wichtiger Sieg natürlich. Man nimmt jeden Sieg gerne mit. Ja, sowieso. Aber müssen wir jetzt ehrlich sein, nicht ein Sieg, mit dem man rechnen konnte. Da habt ihr schon die Underdog-Rolle voll zu euren Gunsten ausgespielt, oder? Ja, glaube ich auch. Vor allem nach letzter Woche, wo wir gegen den Letzten verlieren, hätte man wahrscheinlich denken können, man kann so ein Spiel dann, oder ist schwierig, so ein Spiel dann zu gewinnen. Aber ich glaube, intern sind wir relativ von uns selber überzeugt und sind da mit Selbstvertrauen rangegangen. Wir wussten, wir haben eine Underdog-Rolle, aber wir wussten genauso auch, wir können die schlagen und haben wir heute dann auch gezeigt. Ja, du hattest eine Spezialaufgabe, Omoyola sozusagen das Leben schwer zu machen. Wie ist es gegen so einen schnellen, versatilen Spieler da rein zu müssen? Er hat dich ja dann zwischenzeitlich auch mit ein paar Kommentaren bedacht, aber du bist cool geblieben, oder? Ja, weil ich, also es ist auch, ich habe da nichts dagegen, wenn es mal ein bisschen hitziger wird, solange das man das damit selber gut umgehen kann und war ja dann auch so, dass er das technisch voll angehangen bekommen hat, läuft es natürlich perfekt dann. Ja. Und ich glaube schon, dass ich das gut hinkriege, cool zu bleiben und dann läuft es natürlich zu unseren Gunsten. Ja, von draußen dann auch noch parallel eingeschenkt. Sie haben, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man, sag mal, du bist ja einer, der von draußen Gefahr ausstrahlt. Heute, ihr habt 20 Assists gespielt. Ich glaube, man hat gut die Spieler innen und gut die Spieler draußen gefunden. Habt ihr als Team gesagt, wir müssen heute wirklich mehr den Ball laufen lassen oder wie kam das zustande? Ich glaube, es ist einfach aus dem Fluss rausgekommen. Ich meine, wenn du gut verteidigst, dann ist es auch leichter, miteinander Offense zu spielen, weil man schnell hinten rauskommt, dann ist Bewegung da und das erleichtert einem dann das Leben vorne. Ja, klar. Jetzt, diese Woche, ist ja nochmal ein Spiel. Ja. Bayern. Was habt ihr euch da vorgenommen? Bis jetzt noch nichts. Wir haben jetzt, müssen jetzt erstmal das Spiel anschauen. Dann schauen wir jetzt am Montag Richtung München. Ich meine, das Ziel wird auch wieder sein. Das ist ein wichtiges Spiel. Sollte man gewinnen. Wir werden das Beste dafür tun, uns perfekt darauf vorzubereiten.
Und das ist, glaube ich, alles, was wir soweit tun können. Und dann sehen wir, wie es aussieht am Donnerstag. Nochmal ein kleines Derby zum Jahresabschluss. Ja, dann hoffentlich mit dem Sieg. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Basti, für Ado, das darf ich dir ja sagen, zum Abschluss warst du der heimliche MVP, weil du diese vorne und hinten diese Aufgaben hervorragend gemeistert hast. Danke, Basti, tolles Spiel. Ja. Gratuliere nochmal. So, ja. Warum wolltest du dich eigentlich vorm Spiel nicht festlegen? Du, ich hab's dem Basti schon gesagt, Basti. Ja. Ihr habt zu ihm gesagt, weißt du, warum ich mich ärgere? Ich hab gesagt, ich wollte eigentlich sagen beim ersten Interview, ey, du wirst der Matchwinner. Und dann haben wir gesagt, nee, haben wir dann auf die Zunge gebissen und bin diplomatisch geblieben bei der Sache. Hätte ich's doch mal gemacht, dann hättest du mich jetzt gefeiert. Ja, hätte er eine Fahrradkette, ne? Du hattest die Wahl, dann hätte ich dir so eine Kristallkugel geschenkt. Absolut, absolut. Naja, aber hey, es sind noch so viele Heimspiele, da kriege ich bestimmt noch 3 oder 4 Kristallkugeln von dir. Ja, wenn du keine Prognosen machst, dann jetzt bin ich raus, jetzt mache ich wieder Prognosen. Du machst wieder Prognosen. Ich bin so, Ich frage dich eigentlich total ungern dazu, weil du bist ja ligaweit bekannt dafür. Aber heute, ihr habt euch zwischenzeitlich so ein bisschen anstecken lassen davon, dass so Pfiffe nicht in eurem Sinne kamen. Wie habt ihr es hinbekommen, dass sie dann doch nicht in den Kopf reingegangen sind? Ja, es war jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich dem Coach auch noch signalisiere, wir müssen jetzt ruhig bleiben, sonst bringen wir den Fluss durcheinander. Und er hat es dann noch sehr, sehr schnell angenommen und hat sich auch noch bei mir bedankt diesbezüglich. Das war dann ganz, ganz wichtig, dass wir uns, auch wenn hier und da die eine oder andere Entscheidung für uns jetzt nicht im Sinne war, dass wir trotzdem ruhig bleiben, sonst schwappt es über auf die Mannschaft. Und wenn es mal überschwappt, weil sie dann vielleicht jetzt mal nicht treffen, dann werden sie das immer auf den Ref schieben oder auf irgendeine andere Dinge. Und das war mir ganz wichtig, dass wir diesmal uns da zurückhalten. Mhm. Man hat es so ein bisschen auf der anderen Seite gesehen. Röndorf, der Coach, hat zwischenzeitlich gefühlt resigniert. Habt ihr das auch mitbekommen? Man hat es bei der ganzen Mannschaft irgendwann mal gemerkt. Aber trotz alledem ging es hinten raus gefühlt nochmal zäh. Irgendwie sind keine Punkte gefallen und ich habe dann zu den Coaches gesagt, wir müssen jetzt Punkte machen, wenigstens 2, dass wir uns ein bisschen absetzen können. Dann sind wir ja bis auf 19 rangekommen und dann hat man aber schon wieder gesehen, wie man dann langsam sukzessive wieder zurückfällt auf 9 Punkte. Und da ist es ganz wichtig gewesen, dass wir ruhig bleiben. Also man hat dann gemerkt, dass die dann nochmal angezogen haben. Trotz alledem waren sie nicht effizient genug. Und das war unser Glück. In dem Fall, dass wir nicht irgendwann mal ins Straucheln gekommen sind, sondern dass wir dann unsere Linie weitergefahren haben, clever gewesen sind in der Situation und dann am Schluss dann doch noch gesiegt haben. Ja, es waren zwischenzeitlich sogar 7. Oder 7 Punkte, ja. Ah ja, stimmt, ja, stimmt, genau, dann kamen ja die Freiwürfe. Ja, da kamen die Freiwürfe und ich muss zugeben, ich mag nicht sagen, ich habe den Expertenstatus von Ado in Frage gestellt, der sich da schon vorher festgelegt hatte, dass wir dieses Ding holen, aber ich hatte doch ein bisschen weiche Knie an dieser Stelle. Aber ihr seid ja wirklich, du hast es gerade schön beschrieben, wie das bei euch so gelaufen ist. Super cool geblieben. Ja, heimlicher Matchwinner heute so ein bisschen, was gemerkt. Natürlich auch insgesamt super Teamleistung. Ich habe es mit dem Manuel schon besprochen. 43 Rebounds, 20 Assists. Absolut. Und dann auch der Vanna Klotscher, wenn man das mal überlegt, der hätte beinahe wieder sein Double-Double gemacht. Ja. Das Kuriose bei ihm ist immer, er läuft so durch und wenn man dann auf die Statistik drauf schaut, dann sieht man, Mensch, der hat schon wieder ein Double-Double gemacht beim letzten Spiel. Das verwundert dann immer, weil man ihn irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat. In der Defense ja, aber dann mit den Punkten letztendlich. Und der hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Aber wer mich auch freut, ist Hansalek. Aber das habe ich ja vorher schon gesagt, dass ein Hansalek sukzessive mitten Yannick zusammen immer mehr und mehr zu seiner Form findet. Ich bin richtig stolz, dass er da immer mehr und mehr dazu gewinnt, weil ich immer gesagt habe, schon immer am Anfang, der Hansalek, der wird noch kommen. Das ist ganz lustig. Ich habe in der Halbzeitpause seinen Papa getroffen. Auch Trainer, ja, wir kennen uns schon lange. Und er hat genau das Gleiche gesagt. Ja, identisch das Gleiche gesagt. Ja, wunderbar. Ja, als hättet ihr euch abgesprochen. Nein, haben wir nicht. Ich habe nur einmal mit ihm geredet, es war am Anfang der Saison. Also von daher, nein, ich war schon immer indirekt ein Hansalek-Fan, muss ich schon sagen. Deswegen habt ihr ihn doch geholt, gib's doch zu. Gib's doch zu. Weil ich habe ihn schon in der U16 in der Nationalmannschaft als Kapitän gesehen, mit Michael Rathay zusammen. Und da war das schon sichtbar. Und dann über Ehingen, Ulm, habe ich ihn dann auch mal das ein oder andere Mal sehen können. Und ja, ich wusste, es steckt was in ihm und jetzt ist es halt an ihm und es ist wichtig, da dran zu bleiben.
Ja, absolut, absolut. Ich habe ihn kenne ihn auch noch aus der Schwabenauswahl, Fahrrad 12. Also dann war schon mit einer dieser Anführer, dieser richtig. Die Dinge machen, ohne zu überdrehen und trotzdem mit einer super Energie reingehen. Absolut. Hat er heute wieder gezeigt, absolut. Hat er behalten. Ne? Richtig. Ist ein paar Jahre älter inzwischen, 8 an der Zahl. Aber das fand ich sensationell. Ja, überhaupt die ganze Energie der Mannschaft. Wie kann man die jetzt konservieren? Weil wir hätten die natürlich gerne am Donnerstag in München wieder. Ja, Donnerstag ist wieder ein Neubeginn. Von Spiel zu Spiel müssen wir denken. Das ist eine typische Phrase, aber so müssen wir auch rangehen an die Situation. Die Liga ist kurios. Die Liga ist so nah dran. Und wichtig war jetzt dieser Sieg. Wir haben den mit einer anderen Mannschaft, waren wir die zwei, die jetzt Rhöndorf besiegt haben. Und das war ganz, ganz wichtig mental. Ganz, ganz wichtig fürs Selbstbewusstsein und für die Selbstsicherheit. In der Konsequenz kann man dann auch sagen, da geht man mit einer ganz anderen Gefühl dann nach München. Kriegen wir da eine Prognose von dir? Du hast ja gesagt, du machst wieder Prognose, muss ich ja fragen. Ne? Immer am Spielabend. Immer am Spielabend. Da fühle ich das, wie die Mannschaft ist. Haust du es auf Insta für uns raus? Immer am Spielabend. Auf Insta die Story Wayne Pittman. Ich sage jetzt nicht, wie dein voller Name heißt, ne? Da müssen die Leute schon noch ein bisschen suchen. Richtig, aber genau. Insta-Story, Prognose für Robert hätte ich gerne. Oh, komm. Du bringst mich da voll in eine Situation. Aber ein Sieg ist drin. Es ist jeder Mannschaft ein Sieg. Er muss ja sagen, weil letztendlich ist ja jede Mannschaft kurioserweise, wenn man jetzt mal überlegt, Schwenningen letzte Woche. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Also Tabellenletzter, richtig, aber zu Hause. Ja, absolut. Ne? Aber trotz alledem, hier ist die Liga so nah dran. Mit einem Sieg hat man jetzt auch mit Oberhaching gesehen, rutsche ich dann auf einmal auf den 5. Platz oder ich glaube 6. Platz. Oberhaching hat nebenbei gewonnen. Genau. Und genau. Ich glaube, die sind jetzt 5. Spucke. Müssen wir nochmal aktualisieren hier die Tabelle? Ich bin nicht bei der Probi Nordkorke, wollte das nicht. Oberhaching, 6. Aber vielleicht ist es noch nicht aktualisiert. Oberhaching 4. sogar. 4. Die Live-Tabelle ist besser als die Website-Tabelle. Genau. Sehr schön, also, die App funktioniert. Also du siehst, mit einem Sieg sind die einen Platz hinter uns auf den 4. Platz gerückt. Wir sind 7. aktuell. Also es ist so schwierig, da eine Prognose abzugeben. Das ist immer eine Formstärke des Tages, wie die Mannschaft dementsprechend performt. Wie immer, oder? Eine Prognose ist total leicht abzugeben, weil eine Prognose ist ja nur eine Prognose. Ich kann nur sagen, jeder in der Liga kann jeden schlagen. Fragen wir es umgekehrt. Was brauchen wir, um zu gewinnen? Die gleichen Eier wie heute. Die gleichen Eier wie heute. Ja. Das ist doch eine Aussage. Dafür zahlst du jetzt nochmal was ins Phrasenschwein. Ich habe jetzt gar kein Geld dabei. Ja, aber du darfst jetzt merken, mach ein gestrichenes Ding. Wir haben überhaupt kein Geld dabei. Aber ich werde es nachholen. Ich werde es nachholen. Und zwar beim nächsten Heimspiel, da wird man mich darauf hinweisen, allein schon die einen, die da chatten. Und dann werde ich das nachholen. Ich werde Kleingeld mitbringen. Ja, da darfst du dann Großgeld mitbringen schon. Ne? Wir verlangen hier Zinsen. Allein schon mit dem Grün und Schwarz. Ja, ja. Grün und Schwarz, ja. Ja. Die Koalition ist ja gestrichen, weil da manche das als Hauptfeind erklärt haben. Ja, genau. Gut. Ja, ich danke dir sehr. Ich danke dir und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Heimspiel. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Grazie. Danke. Ciao. Ciao. So, ich sage Dankeschön an alle, die zugeguckt haben, mir beim Essen und dem Spiel. Ansonsten vielen, vielen Dank an euch. Ja, danke für die tolle Diskussion im Chat. Ich mag es, wenn es was los ist da. Und wir sagen danke und ciao. Servus, macht's gut. Genießt das Wochenende, feiert den Sieg, so wie wir es jetzt gleich machen. Bis dann, bye bye.